Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörende. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcasts. Mit mir an meinem Tisch in der Stube jetzt Flecki. Hallo. Manga Artist, Storyboard Artist, Pizza Connoisseur. Wie heißt das nochmal, wenn man so Leute betrügt? Con Artist. Politiker! Wir müssen ja ganz ruhig sein. Ja. Aber ob das schon zu ruhig ist für die Aufnahme? Nö. Okay. Das ist halt mal ein bisschen ein relaxter Podcast heute zum Runterkommen. Ah, ist der mehr. Genau. Pizza essen. Was steht das A? Arschloch. Das S? Arsch-Sex. Ja. Mit oder? Mit Robert. Arschsex mit Robert. Neue Arschsex mit Robert Format. Komisch, dass das ist, was wo viele Leute so drauf abfahren. Naja, es gibt viele schöne Roberts, also für jeden ist was dabei. Ich bin jetzt einer, die, ich habe mal im weitesten Sinne Fleisch und Tierprodukte essenden Veganer gegangen. Ich esse aber gerade eine Pizza, die wirklich da eigentlich, also die würden sich viele Tiere freuen über die Pizza, weil die da nicht Teil davon sind. Ich sag mal, mit so richtigem Gemüse, man kann was schmecken. Es muss nicht immer irgendwie das Eisbein auf der Pizza sein. Aber es schmeckt oder das Dauerbraten. Es schmeckt doch deutlich besser, aber naja. Ach komm, der Hunger treibt rein. Nee, so magst du nur so mit so einem leichten Spinnerat-Aroma. Ich weiß nicht, wie das reinkommt, aber haben sie hinbekommen. Für den Workshop. Wir befinden uns ja gerade in. Das ist ja die erste Folge, die Zuhörenden dann hören von diesem Workshop. Stimmt. Wir haben ja schon viele, viele Folgen aufgenommen. Ja, dann lass mich mal für die Chronologie sagen, ich kann kaum erwarten, dass morgen Silvester ist und wir dieses Pen and Paper aufnehmen werden. Nee, aber ich habe ja eingekauft. Schön. Und ich habe gar nicht so darüber nachgedacht, aber immer gar nichts mehr mit Fleisch gekauft. Weil ich das mittlerweile so mich so umgestellt habe. Meinen normalen Selbsteinkauf für mich und wenn ich dann für euch was vorbereitet habe, ich gar nicht mehr dran gedacht, auch Fleisch zu kaufen. Und ich finde das nicht schlimm. Aber morgen kommt eine Kochbox von HelloFresh, wo Fleisch drin ist. Weil ich das irgendwie nicht hingekriegt habe, dass da nicht Fleisch drin ist. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das falsch gemacht habe oder HelloFresh. Aber ich glaube, HelloFresh hat es falsch gemacht. Wenn wir ein echter Podcast wären, dann würden wir jetzt Werbung für HelloFresh machen. Aber wir können noch frei und offen sagen, HelloFresh ist scheiße. Okay. Aber ich dachte, jetzt ist von den Kochboxen runter. Du hast das mal gemacht? Nein, ich hatte mal Gemüseboxen, wo Gemüse drin war, verschiedenes. Und HelloFresh ist ja so, dass das dann halt Zutaten für irgendwas zu essen sind. Das hatten mal eine Zeit lang die Nachbarn, da habe ich immer die Boxen entgegengenommen. Weil die haben halt auch gemeint, dass die dann, wenn man nicht dazu kommen, Hälfte wegschmeißen. Und da dachte ich, ja stimmt, das ist ja wie mit Hugis Boxen, als man bei dir Gemüseboxen hast. Ja. Aber in HelloFresh ist es halt, das ist ja so ausgelegt, dass das nichts überbleiben kann. Das ist die Idee, dass du halt nichts im Haus haben musst oder so, oder dann zu viel hast. Aber mal schauen. Aber es ist auch nicht so günstig. Es ist jetzt günstig, weil ich so einen Gutschein dafür hatte. Da können wir es ja mal ausprobieren. Aber warum kannst du denn nicht einfach, damit du das nicht alles im Haus hast, einkaufen gehen, wenn du das kochst? Ja, kann man ja auch. Es ist Faulheit halt. Das ist der einzige Grund, warum man das dann macht. Weil keiner so. Gibt halt, also ich auch. Ich gehe so gerne einkaufen. Irgendwie. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst. Ich glaube, du bist ein großer Einkaufs-Fan. Ich bin ein großer Rabattjäger. Ja. Du bist halt Freund davon, dein hart verdientes Geld möglichst nicht auszugeben und Zeit dafür einzuinvestieren. Das ist so das Dümmste, wenn man erwachsen wird und sich dabei ertappt, wie man gerade Zeit, die man anders investiert, in richtig viel Geld umwandeln könnte, gerade als Freiberufler, aber stattdessen wegen irgendwie 50 Cent Ersparnis nochmal in Pennymarkt rennt, weil da irgendein Quark gerade
5 Cent reduziert ist. Ja, so funktioniere ich halt nicht. Muss ich jetzt. Aber immer weniger Zeit. Wir haben ja jetzt, sag mal, wenn ihr das hört, 2022. Für mich ist 2022 das große Ernst arbeiten und mehr Geld verdienen, ja. Ich kann es nur versuchen. Ich muss mir keine Zeit mehr für kein Geld verdienen. Ja, ich höre da jetzt langsam wirklich auf. Also ein kleines Geheimnis über mich. Der angeblich so erfolgreich und angeblich auch so attraktiv und David Schwilecki. Der hat jeden Job angenommen, egal für welches Geld. Also, wenn ich Glück gehabt habe, bin ich dann mit meinen realistischen Gehaltsforderungen oder Honorarforderungen durchgekommen. Das ist ganz selten passiert. Man kann mich ganz gut oder konnte mich immer super gut runterhandeln, bis hin auf du kriegst halt nichts. Das ist aber für dich hier eine Referenz. Mhm. Ich habe mich da die letzten Jahre immer mehr angetastet. Und mein Ziel ist es, irgendwann mal in so einem Bereich zu sein, dass ich mich nicht mehr nur von verdorbenen Lebensmitteln ernähren muss. Und vielleicht schlimmstenfalls sogar das Geld für so HelloFresh-Boxen-Experimente übrig habe. Das ist doch schlecht für den ökologischen Daumen, ne? Wenn so zu Kisten ins Deutschland schicken. Ich denke, ne, irgendwie schon, klar. Ja. Es ist halt die Frage, ob das noch ins Gewicht fällt. Jetzt die 5 HelloFresh-Fahrer, die dann hier jetzt rumfahren würden. Ob das ja so jetzt DHL-LKW ist oder ein HelloFresh-LKW. Die müssen ja auch sparen. Ich denke, dass die auch versuchen, die Routen so zu legen, dass das optimal ist. Aber ja, doch, na klar. Ich fände es schön, wenn den HelloFresh irgendwann mal sagt, um da noch mehr zu sparen, noch mehr auf Ökologie zu achten, dann machen wir so eine Niederlassung. Dann können die Leute zu uns kommen, um das abzuholen. Dann mache ich mal so ein Schild ab und da steht da eigentlich einfach nur Pennymarkt. Dann gibt es mal einen Sturm und dann fällt das HelloFresh-Schild drunter und das ist so ein Pennymarkt-Schild darunter. Ja, ein Eisbergsalat, roundabout 5,90 €, keine Ahnung. Ja, ich weiß es halt nicht, ey. Du musst den ökologischen Daumenabdruck, musst du von Pennymark auch hinterfragen. Ja, irgendwie ist ja auch Quatsch, dass halt irgendwas irgendwo produziert wird und hier gebracht wird. Das ist halt eigentlich alles scheiße. Ich gucke immer ganz viel die Sendung im Fernseher, die mich bilden sollen, über zum Beispiel ZDF-Zeit hat er den Bildungsauftrag über alles Mögliche zu informieren, damit wir Deutschen etwas schlauer werden. Passenderweise wird es aber irgendwann mitten in der Woche nachts. Und manchmal widersprechen sich schon die Sendungen. Und ich bin jetzt ganz verwirrt, weil ich habe jetzt innerhalb von einer Woche, wir hatten das schon in dem Privatgespräch, habe ich gelernt, dass je aus Perspektive die Verwendung von Eiern in so Industrielebensmitteln etwas sehr Schlechtes ist. Oder was sehr Gutes. Und ich bin jetzt ganz verwirrt. Wir haben mich entschieden, einfach ganz viele Eier zu essen, vorsichtshalber. Von gemäßigten Eierkonsum auf erhöhten Eierkonsum. Aber es wurde sich in der Einsendung halt beschwert, die Hühner, die sterben alle. Und wenn die zur Schlachterei gehen, dann vergessen die ganz viele Hühner, die verhungern dann in dieser Mastanlage. In der anderen Sendung haben die gesagt, ja, aber es ist auch schlimm, wenn die Lebensmittelindustrie statt Hühnereier Stärke nimmt. Das ist ja Betrug. Die sollen richtig Hühnereier nehmen. Mhm. Also aus Ernährungssicht viel besser. Und ja, beides richtig. Naja, die sollen halt Hühnereier dann benutzen, aber von glücklichen Hühnern. Und dann wird es aber halt alles teurer. Und dann können wir das uns wieder nicht mehr leisten. Und dann müssen arme deutsche Manga-Künstler verhungern. Und wenn der Huhn top Lebensbedingungen hat, aber irgendwie so eine genetisch bedingte Depression. Tja. Ich finde, man darf das nicht glücklich Hühner nennen. Das ist Quatsch. Wie wollen die das testen? Artgerechte Haltung, aber. Ja. Kannst du es nennen? Wollen sie es so nennen? Ja. Aber andererseits, ich meine, haben nicht wir auch Hühner gezüchtet und es ist dann nicht artgerecht, wenn die so in so ganz engen Käfigen so. Genau. Vor sich hin vegetieren. Wie lange würde das wohl dauern, bis die Hühner sich einfach genetisch gesehen so mutiert haben, dass die das denen finden. Das gefällt. Ja. Ich glaube, das ist noch so der letzte Masterplan der Menschheit. Das Tier irgendwie in Massenhaltung so züchten, dass es dem scheißegal ist. Ja, das ist ja bei anderen Galaxis, wo es das
Rind gibt, was geschlachtet werden möchte. Mm, ach man. Hatten wir auch schon das Thema, alles schon erfunden. Ach man. Das ist alles schon erfunden. Na, ich habe so aufgegeben, kreativ zu sein. Ich mache jetzt nur noch irgendwie Sachen nach, die ich irgendwo rumliegen habe im Regal. Hm. Ich hatte zumindest so eine Idee, wenn es gibt ja jetzt, also es geht ja jetzt los, richtig, Laborfleisch. Mhm. Fleisch, was halt die DNA von Kühen genommen wird und dann wird das im Labor gezüchtet und dann kann man das essen. Mhm. Und keine Kuh muss dafür sterben, aber du hast trotzdem lecker Fleisch zu essen. Es sei denn, sie will es. Ja. Und habe ich ja zumindest auch die Idee gehabt, dass wenn du, dass du halt musst, wenn du gründest dann halt eine neue Firma, die Fleisch, Happy Meat Fleischfirma oder so, ich glaube Happy Meat gibt es sogar schon. Mhm. Und eine Kuh ist dann halt so wie das Maskottchen oder der Manager der Firma. Also ich würde so tun. Ich würde es so aufziehen, ah, ich bin die glückliche Kuh, ich komme vom Feld, gehe kurz durch so eine Tür, bin im Labor. Auf einmal, das ist ein netter, lustiger Wissenschaftler, dann entnehmen die mir kurz was, oder gehe ich als Kuh wieder raus und will in die Stadt und erzähle den Leuten und verkauft dann, also die Kuh verkauft dann ihr eigenes Fleisch. Mhm. Das ist so eine Art Pitch für eine Firma, die es noch nicht gibt. Vielleicht ist ja irgendwann mal so der Konsens, wir essen weiter Fleisch, aber es muss irgendwie Menschenfleisch sein, weil das ist so die Strafe. Wenn Impfgegner sagen, ja, kriege ich halt Covid, wenn ich Fleisch esse, muss ich halt Menschenfleisch essen. Aber man darf irgendwie aus genetischen Gründen nicht sein eigenes Fleisch essen. Dass es da dann so ein ringartiges Netzwerk gibt. Aber dass das halt auch so ist, du kannst dann halt durch deine eigene Fleischqualität und die Technik, die es dann gibt, die das regeneriert, kannst du hohe Preise erzielen. Und durch gute Haltung, durch ein gutes Leben. Und da gibt es dann so die Influencer der Zukunft, das sind halt so Leute, die ihr eigenes Fleisch anbieten, was aber eine sehr gute Qualität hat, die dann auch so einen Star-Room genießen. Kannst du dir vorstellen, dass das vielleicht so ein... Also könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es das gäbe. Es ist schon sehr Black Mirror-Folgen-mäßig. Ich hatte schon Angst, dass auch das wieder bei Herr Anhalter durch die Galaxis schon vorkommt. Aber zumindest rein logisch ist das ja egal, weil das ist ja nur, ist ja dann halt einfach nur Menschenfleisch. Die hohe Qualität kommt ja dann nicht durch, dass der Mensch sich dann in Form hält, sondern dass das ja, das wächst ja im Labor. Also ich finde das die Begründung, warum das dann gutes Qualitätsfleisch sein soll, nur weil du dich. Ah, ja, gut, das sind beide Ansätze. Ich hatte tatsächlich in meiner kleinen Vorstellung gerade, dass der Mensch sich das rausschneiden muss an der Stelle, aber das kann man regenerieren, weil es vielleicht billiger ist als im Labor gezeigt. Aber der andere Ansatz, den du gerade angedeutet hast, der auch mehr auf deinem Kuh-Ding basiert, wäre ja, dass man sozusagen bei der Geburt schon festlegt, wie die Qualität sein wird. Weil ja, Und das kann ja aber auch sein. So wie manchmal Leute einfach nur hübsch aussehen und dadurch eine riesen Karriere machen. Kann man ja auch sagen, das ist dann das Äquivalent zu diesem gut schmeckenden Fleisch. Mhm. Aber meine Aussage ist, so ähnlich wie mit deiner Kuh, dass man das an Menschen bindet. Und dass dadurch Label nicht mehr ist, irgendwie Gutfried oder Landhof, ja, sondern so wie Wein Klaus-Jürgen so Hansback. Ja, genau. Das ist ja, da ist es ja so, dass teilweise einfach Weinsorten dadurch so sind, wie sie sind, weil das halt einfach die Umgebung ist, in der die Weinreben rumstehen. Und so kannst du auch sagen, ich habe in Düren, der beste Italiener ist Mario 64. das ist es in der Zukunft. Da gibt es natürlich ein Grieche, sondern vom Grieche. Genau. Und das wird bestimmt, also wie dann beim Wein wahrscheinlich irgendwelche besonderen Traubenschimmelpilze und der Kalkgehalt des Bodens da irgendwie was mit ausmachen. Die Föhnlage, was ja in gewisser Weise auch was wie was Angeborenes ist, kann es ja dann sein, dass sich da so gewisse Blutlinien rausbilden. Mhm. Dann gibt es vielleicht auch so Fleischhochzeiten. Oder zwei Familien sagen, hey, unsere Kinder haben dies und jenen Fleischwert und es ist erwiesen wissenschaftlich. Natürlich ist die Wissenschaft... Also bei Tieren wird das exakt sofort geben. Klar. Genau. Und dann sagst du halt ähnlich wie bei der Logik mit irgendwelchen Zucht,
Bullen, die dann nach Großbritannien geschickt werden zum Bumsen, sagst du dann halt auch, hey, lass uns mal hier diese beiden Familien verheiraten, weil so genetisch gesehen, diese Mischung könnte ein super geiles Fleisch ergeben, die unsere beiden Familien reich machen. Und das wird, glaube ich, Thema. Wir reden dann von einigen Generationen später. Irgendwann ist das natürlich nicht mehr so pervertiert. Und man denkt dann irgendwann, hey, früher hat man sowas mit Kühen gemacht, ist ja pervers. Ja. Warum denn nicht mit Menschen? Aber man muss natürlich auch... Ja, gut, das Einzige, was dagegen spricht, ist ja... Ich dann sagen, dass Menschenfleisch nicht gut ist. Gut ist, ja. Also ich habe ja vor kurzem schon wieder was anderes gehört. Aber zum Beispiel dieses BSE-Ding kam ja, glaube ich, dadurch, dass dann im Tierfutter wieder Knochenmehl drin war. Und das ist ja so, Kannibalismus scheint nicht so gesundheitsfördernd zu sein. Ich habe aber letztens schon wieder was anderes gehört, dass das auch nicht, dass das auch auf so einer Studie basiert, aber nicht richtig ist. Das ist halt das Ding, ne? Jetzt kommen hier wieder die große Lügenpresse und will uns weismachen, dass Kannibalismus was Schlechtes ist. Das ist nein, aber es ist halt die Frage, weil ich weiß zum Beispiel von Hühnern aus eigener Erfahrung, die sind große Kannibalen und machen sehr gutes Fleisch für uns Menschen. Wo jeder sagt, Hühnerfleisch, so ziemlich bestes Fleisch, was du fressen kannst. Mal abgesehen von irgendwelchen Fischen vielleicht. Aber damit ein Huhn glücklich ist, du musst es auch mal ein Huhn fressen dürfen. Und da denke ich mir, vielleicht, wie du sagst, ist das doch eine Möglichkeit mit dem Menschenfleisch. Ich weiß nicht, wie du früher mal die Kannibalenstämme darauf klargekommen sind. Aber der andere Punkt ist, wir reden ja von ein paar Generationen dazu. Ich glaube, nämlich genau darauf basiert das, dass die nämlich so Kannibalenstämme beforscht hatten. Und da hatten die dann nämlich, glaube ich, so Fälle von BSE, obwohl die ja nie Rind gegessen hatten. Aber ich meine, dass dann nämlich, das ist halt so, dass das nur so eine Vermutung war, das hat sich aber nicht bestätigt, dass das zwangsläufig vom Menschenfleisch essen kam. Vor allen Dingen, weil die meisten Kannibalen ja eher das sehr selten ist, dass die mal einen Mensch essen. Das ist ja oft dann eher sowas wie eine super Ausnahme normalerweise. Ja, oder wahrscheinlich auch sowas, was nur dann die Kriegerkaste zu essen bekommen hat und nicht ja irgendwie. Ich glaube, dass sogar eher das so war, dass die oft so krank davon geworden sind vom Menschenfleisch essen, weil die dann sowas hatten wie, oder ist ein Mensch ist krank, dann ist der gestorben und wir essen den, um das Böse aus unserem Dorf rauszuholen. Ja, mit der modernen Wissenschaft kannst du das Böse vorher rausfinden. Naja, sehr, sehr, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das so stimmt, aber. Aber ich denke halt jedenfalls. Ich denke, es wird dann sowas geben, dass wir uns so Menschenfleisch essen. Und das ist dann auch so ein Ding, so, ja, man soll halt in Maßen Menschenfleisch essen, nicht so viel. Wahrscheinlich sowieso. Man soll ja alles in Maßen essen. Genau. Aber dann kann man halt auch den Herrn Maßen essen. Naja. Aber ich denke halt so oder so, egal wie das ist, ob wir Menschen schlecht drauf reagieren, weil wir was in uns drin haben, was das irgendwie angreift oder so, oder weil das Fleisch was in sich hat, was andersrum uns angreift. Aber egal in welche Richtung, das wird die Wissenschaft, die Pharmazie wird das rauskriegen. Es ist so, wie wenn du so Laktosetabletten frisst und danach kannst du aber einen Käse essen. Und das kriegen wir hin. Ich glaube, so rein moralisch, ethisch gesehen ist das unser Ausweg. Dass die Menschen immer mehr davon abzweigen, sinnvolle Auswege zu nehmen. Das ist ja aktuell ersichtlich, Corona und Klima. Und die Kometenpolitik, wie ich sie neulich in Don't Look Up gesehen habe. Aber das wäre ja wirklich was, man bräuchte ein bisschen Anlauf, was aber so nochmal über wir essen Insekten steht. Weil irgendwann kommt doch da mal die Insektenlobby. Ja, guck doch mal hier, der süße Grashüpfer. Und ihr dachtet immer, die denken nicht, aber wir haben ja Studien gemacht und Grashüpfer ist etwa auf dem Stand von 25-jährigen Medizinstudenten. Die Insekten-Ess-Lobby, also die dafür sind, Insekten zu essen, die machen das aber auch nicht gut, weil viele Produkte, die ich mal so angeguckt habe von Insekten, das ist immer super, das wirkt halt auch nicht geil, das wirkt immer nie einladend.
Weißt du, auf einer Milchpackung, da sind die Kühe, die stehen schon auf der Wiese rum und du denkst dir, geil, das will ich in den Beutel reindrücken und mir die weiße Plörre in den Mund reinkippen. Ja. Und wenn ich so eine Insektenpackung, wie ich davon nenne, ist die ich gesehen habe, da sind dann einfach nur so die Insekten so drauf, die so eklig so rumkriechen und eklig sind. Das sind vertute Käfer, die da der Schutz vor ihr rumfliegen. Und ich denke mir, das müssen die irgendwie schöner, so ein bisschen wie König der Löwen mäßig. Dass man das ja, wo die Insekten essen, dass man denkt, das will ich jetzt auch essen, weil es ein bisschen aussieht wie so Gummidrops oder so. Ja, ich finde, das Heftigste ist ja eh, wenn irgendein, zum Beispiel so ein Fastfood-Restaurant dann mit so einem Kuhmaskottchen wirbt. Das ist ein lustiger Kuh. Ja, genau. Frisst mich. Weiß ich nicht, ob das mit Insekten funktionieren würde. Mhm. Aber ich habe gerade zu Hause Insektenburger-Patties. Mhm. Die haben halt einfach nur eine ganz neutrale Burger-Patty-Verpackung. Mhm. Die sagen gar nicht, also die steht groß drauf, Insektenburger. Aber es ist einfach nur so, ja, das ist einfach nur ein Burger. Deswegen ist hier zum Beispiel ein Burger auf der Verpackung drauf, mhm, den man damit machen kann. Und ich glaube, das ist letztendlich das Ding. Du musst halt immer wieder deutlich machen, hey, ihr könnt auch was anderes für eure Bolognese nehmen. Hier habt ihr ein Bild von Bolognese mit diesem Ersatzprodukt. Ja. Ende. Müsst nicht immer auf der Packung, ja, aber guck mal, die Tiere, die leiden, und kauf den Scheiß, sieht komisch aus. Nein, aber nur hier ist eine Möglichkeit. Das könnte theoretisch dein Essen sein. Es schmeckt voll komisch, es schmeckt kein anderes gut vielleicht. Bessere Chance hast du eh nicht. Ja. Bei Insekten, glaube ich, ist ja auch der Zug abgefahren, dass man da geschmacklich irgendwie rankommt. Deswegen ist das halt nicht die Lösung. Ist ja auch mit Qualle. Ich halt oft gehört, nur Qualle ist dann das nächste Essen der Zukunft, wenn wir alle Insekten vom Planeten getilgt haben. Insekten sterben ja schon wie blöd. Ne? Ja. Und Qualle habe ich auch schon mal probiert zu essen. Das geht halt nicht. Ich glaube auch nicht, dass das jemals gehen wird, so wie Tofu. Aber Mensch, stelle ich mir wie ein normales Fleisch vor. Schwein, Huhn. Mensch. Ich finde es immer schade, wenn in einem Film jemand ein Mensch ist, zum Beispiel aus Versehen, weil ich weiß, was er da isst, sagen die ja immer, schmeckt wie Hühnchen, ja, oder schmeckt wie Schwein, oder schmeckt wie... Die sollen sich mal auf ein Tier einigen. Ich glaube, das ist der erste große Schritt. Ja, schmeckt wie Hühnchen, das ist halt so ein Gag. Ja, ja, ich weiß, aber... Die sollen wirklich jetzt mal bei Menschenfleisch sagen, wie das ja, schmeckt. Es wird sehr ähnlich wie, das ist ja, also das weiß man, das schmeckt sehr ähnlich wie Schwein. Mhm. Wir halt sehr genetisch nah dran. Ja, sind dann sollen Schwein. Die das jetzt, genau, dann sollen ja. Die das ab jetzt ja. Immer so sagen. Ich finde, das ist dann jetzt wie so, man muss da halt, egal ob das jetzt irgendwie die nackte Kanone ist oder was, ich finde, man muss da jetzt wirklich mal klar das benennen. Das ist dann wie der Bildungsauftrag, damit so langsam die Menschenwissenschaft in die Richtung schon mal vorstoßt. Das ist so wie, wo Pluto kein Planet mehr war. Sondern der Hund von Mickey Mouse. Genau. Das hat sich so durch die Popkultur schnell verbreitet. Ja. Ich dachte so, das ist jetzt mittlerweile Allgemeinwissen irgendwie. Und das müssen sie mit Schweinefleisch, Menschenfleisch auch machen. Genau. Und dann kommen wir nämlich auch um das Ding vorbei, was die bei Badlands Alita Last Order haben, mit den Speisemenschen, dass die extra so emotionslose Föten da großziehen, um da ganz viel leckeres Menschenfleisch rauszubekommen, ohne da irgendwie ethisch in die Bredouille zu kommen. Wie bei BoJack Horseman. Ja, ja, mit den Hühnern. Genau. Deswegen der einzige Weg ist, Menschenfleisch endlich teurer machen, das darf ich mehr. Jetzt so billige Medika nach 19 Uhr rausgeschmissen werden. Und halt aber so labormäßig mit diesem Menschenleben. Ich finde, wir haben es eigentlich gelöst. Warum kommen die da nicht drauf? Warum bezahlen wir bitte schön irgendeine unfähige Regierung, die seit Jahren über irgendwie Fleischalternative rätselt? Ja, es liegt doch eigentlich sehr nah. Viel näher liegt nichts als unser Fleisch. Hey, das ist schon ein Slogan. Von uns für uns. Genau. Das kommt aus mir raus. Das wird das kann auch ja nicht sicherlich dann kurzzeitig eine weirde faschistische Richtung annehmen. Dass dann Deutschland den Deutschen in Bautzen wird man wieder auf die Straße gehen, weil auf einmal ist Menschenfleisch essen auch noch was Schlechtes. Na klar.
Nerviert, finde ich, ist eher, im übertragenen Sinne, man schneidet sich was raus, verliert dadurch ja die größtmögliche Menge Volumen, so denkt man sich das dann, ist das wiederum, wo ja schon hier und da auf dem Schritt bis zum Essen wieder was verloren geht, baut dann daraus was ab, was man ja eh schon im Körper hat, und kackt dann aber auch nochmal was raus. Und deswegen muss das ja im Labor irgendwie großgezüchtet werden. Also das mit dem Rausschneiden, das wird nichts. Nee. Ja, war eigentlich ein guter Podcast, würde ich sagen. Der ging ja erst eine Viertelstunde oder so. Cool. Soll ich mal gucken? Ja, guck mal. Der ging mir ja ganz kurz. Das ist ja das Ding, wenn wir dann eine Viertelstunde aufhören würden, wären manche Podcasts gut. Eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde? Das ist so was, wenn man für Abschnacker mal uns ausgedacht hat. Halbe Stunde. Hugi, noch eine kleine Rubrik, die ich schon immer mal in irgendwo mit unterbringen wollte. Ja. Abschnacker bei mir oder so. Aber ich habe mir noch nicht weiter Gedanken gemacht. Aber die Rubrik soll heißen das erste Mal und das schlechteste Mal. Und es soll um irgendwelche random Themen gehen. Nö, es kann auch ums Bumsen gehen. Aber muss es doch gar nicht. Es kann doch so das sein wie das erste Mal Döner essen und so weiter. Aber halt immer das erste und das schlechteste Mal. Ich glaube, das sagt ganz viel über Menschen aus, in welchen Situationen die sich da jeweils befunden haben. Und wie die das empfunden haben. Ja, ich weiß, was du meinst, denke ich. Also Hast du denn für diese Rubrik auch ein Thema? Das ist halt das Ding, was ich gerade meine. Also ich habe halt gedacht, ne, es geht dann immer direkt um das Thema Bumsi-Bumsi oder Drogen vielleicht. Aber ich dachte dann so, ja, aber das kann man doch eigentlich mit jedem Thema durchspielen und das ist dann irgendwie automatisch interessant. Aber über diesen Punkt bin ich noch nicht wirklich rausgekommen. Mein endet so schnell wieder bei irgendwelchen sexuellen Sachen. Das ist natürlich immer bei sowas das Problem. Aber ich glaube auch einfach nur mit was Bestimmtes gegessen haben. Zum Beispiel McDonald's essen. Nur mal als Beispiel. Ja, okay. Sagen wir mal Fast Food, oder? Oder willst du das wirklich auf McDonald's? Ja. Große. Jetzt ging es über HelloFresh, jetzt geht's um McDonald's. Ja, ja. Ich will den Sponsor nicht verkaulen. So was wie Zahnarzt, theoretisch, fällt mir auf ganz Anhieb ein. Ganz viele Sachen natürlich mit Schule. Ja. Naja, so Sachen mit Mädchen, das ist einfach zu groß. Wir hatten ja schon mal so einen ähnlichen Podcast, der schon alle Sachen, die wir jemals mit Mädchen erlebt haben, abdeckt. Ja. Naja, ja, ich hatte doch gerade das Beispiel Döner als Spaß. Also rein hypothetisch könnte man ja den McDonald's-Burger durch Döner setzen, weil ich glaube, das ist ein bisschen spezifischer. Also ich kann mich tatsächlich an mein erstes Mal Döner essen erinnern. Das ist ja schon ein guter Anfang auf jeden Fall. Ja, gut. Da hatte ich Angst noch. Das war für mich fremde Kultur. Ja, klar. Erleben. Weil ich das war so ein Ding, ich wusste wohl, es gibt irgendwie Döner. Und ich hatte halt noch niemals in meinem Leben einen gegessen. Gerade weil meine Eltern, die sind ja immer vorsichtig mit so Sachen, die neu sind. Ach, da mögen die nicht gerne. Aus dem Ausland. Ja, ja, das war auch, na klar. Und da war ich bei meinem Cousin. Und die waren halt immer so, solange wir nicht selber kochen müssen, essen wir hier alles, scheißegal. Nein. Ja, doch. Das ist schon so. Mensch. Nö, nee, der hatte halt schon ganz viel Döner gegessen. Und der hat gesagt, das ist das Geilste auf der Welt, komm mit. Und dann haben wir da einen Döner gegessen. Ich weiß noch, wie das war. Der bärtige Mann war freundlich. Aber man hat nicht genau verstanden, was er von einem will. Nee, das stimmt nicht. Aber ich weiß noch, dass mich das überfordert hat mit, ja, das erste Mal Döner bestellen und dann ja mit scharfe Soße, nicht mit scharfe Soße. Ich weiß es doch nicht. Woher soll ich das denn wissen? Ich zu dem Zeitpunkt gewusst hätte, dass ich ja mindestens nochmal dreimal Döner esse in meinem Leben, dann hätte ich mich da nicht so abgestresst in dem Moment. Aber ich verstehe das Problem, weil ich habe viele Jahre lang mir Döner nicht leisten können, davon mal abgesehen, aber auch wenn ich manchmal 1-2 Euro in die Tasche hatte für eins Döner, habe ich das oft dann nicht machen wollen,
weil ich immer viele so Sprachbarrieren Sachen schon erlebt habe mit Dönerverkäufern. Und ich hatte das schon mehrfach, dass ich in einem anderen Bezirk unterwegs war, das reicht ja schon, wo man Döner ganz anders isst. Und dann wirst du da auch, wie du das gerade sagst, vor so Entscheidungen gestellt, aber du verstehst gar nicht, um was es geht, ganz akustisch runtergebrochen. Und ich weiß doch, die ersten paar Döner, die ich halt bei mir im Hut, also im Erzgebirge bestellt hatte, da habe ich ganz oft akustisch nicht verstanden, was die von mir wollen. Ich habe nur Ja oder Nein manchmal gesagt. Ja, genau. Aber irgendwann habe ich erkannt, ja, aber die fragen dich immer mit oder ohne Zwiebel, Salat, alles, Käse, Ja, Nein. Dann später mal noch Huhn oder Rind. Ne? So die Fragen. Oder Joghurt, Soße, Knoblauchsoße natürlich. Dann habe ich aber gemerkt, das ist immer gleich. Ich sag mal in etwa, an welcher Stelle diese Frage kommt. Und selbst wenn die kein Wort Deutsch sprechen und nur so wie so lautmalerisch versuchen, diese entsprechenden Sätze wiederzugeben, weiß ich, ja, das ist jetzt der Zwiebelpart. Dann sage ich, ja, ah, das ist der Feta-Part. Ich sage, nein. Hast du irgendwann ein Muskelgedächtnis? Ja. Dann kommst du aber zum Beispiel in die Ecke vom Jochen, und da wird ganz anderes Zeug auf so einen Döner drauf gemacht. Und dann bin ich wieder genauso verwirrt wie Mitte der 90er Jahre beim Döner bestellen. Und dann passieren nämlich, und da kommen wir zum Punkt, erstes Mal, schlechtestes Mal, ne? Du willst Döner. Döner bestellen und du machst es wie ich, weil ich bin ein einfacher Typ. Alles drum. Ich merke mir das nicht so genau, sondern ich sag halt einfach direkt mit alles außer scharfe Soße, weil ich nicht so vertrage, wenn es so scharf ist. Jo. Und dann bist du aber nämlich mal wirklich woanders, wo der Döner einfach ganz anders gegessen wird, als du es kennst. Ja. Dann schmeckt er dir nicht. Genau. Weil da noch irgendwie so ein Joghurt mit dran gemacht wird. Oh, lecker. Oder ein Fuß. Alle Fußnägel. Aber wo willst du sagen, wo das war und warum da das nicht so war, wie du es kennst? Weil was drauf war, was nicht drauf gehört? Tja, Döner ist jetzt das, dann dafür ein schlechtes Beispiel. Fällt ja jetzt gerade nichts ein. Wenn ich mal einen schlechten Döner gegessen. Döner sind immer gut. Naja. muss ich kurz überlegen. Aber sag du doch mal. Also mein schlechtes Mal müsste ich da wirklich überlegen, aber bestes Mal kann ich ja noch ganz kurz, obwohl das eigentlich nicht Name der Rubrik ist, aber tatsächlich gar nicht weit weg von da, wo ich jetzt wohne. Da gibt's einen Döner, den ich sehr gerne mag. Das ist der, wo wir auch schon mal. Da waren wir auch mal. Ja, das hat mir gut geschmeckt. Ja. Und da freue ich mich, weil das ist so ein relativ normaler Döner. Aber die machen den halt genau in dem Verhältnis, wie ich das mag. Das ist halt ganz wichtig. Bei uns im Erzgebirge isst man halt einen Döner. Ich nehme es übrigens als Einladung für das, was gleich kommt. Halt natürlich bestenfalls echtes Dönerfleisch, das wird aber immer seltener, die meisten nehmen nur noch irgendein gepresstes Hackfleisch. Und das schmeckt man dann halt leider auch, aber der dort nimmt noch richtiges Dönerfleisch, also so aus so Rinderpappen, die dann so am Spieß verdünnisiert werden. Und ich mag aber nicht so viel Fleisch im Döner drin haben. Das ist nicht mal was wegen, ich mag die Tiere, sondern ich Ich bin nur ein bisschen Fleisch. Ich finde den Dönerfleischgeschmack schon okay, aber der wird mir immer ganz schnell eklig. Ich mag es auch nicht, wenn dann unten im Döner so alles zu fest packt oder Fleisch. Und ich mag immer ganz viel Rotkraut, was man bei uns ranmacht. Ich immer dachte, jeder Döner muss doch Rotkraut ganz viel dran haben, aber das ist man auch nicht überall. Da ist ja nur so ein bisschen Weißkraut und immer ein Stück Gurke, ein Stück Tomate. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sonst ist aber nichts groß dran normalerweise bei uns. Manchmal noch ein bisschen Eisberg angedeutet. Muss ja aber auch nicht sein. Zwiebeln, ne, wenn du willst. Und dann richtig schön Joghurtsoße drauf. Das ist bei uns ein ganz, ganz klassischer Döner. Also der, würde ich sagen, der am meisten verkauft in meiner Region. Und das ist so schön aufs Wesentliche runtergedacht. So, jetzt mein erster Döner. Ich bin mir sagen, so 1997. Bin ich da gerade an dem Gymnasium oben drauf gekommen. Und da war ich immer mit meinen besten Freunden, dem Fred und dem Mario, nach der Schule noch irgendwo was essen. Und da war immer alles noch ganz billig damals, bei unserem Erzgebirge in Schopau, wo die Schule war.
Wir hatten immer eine Stunde Zeit, bis der Bus kam, da sind wir immer richtig essen gegangen. Hell, kaum Taschengeld, aber wir haben uns da halt zu dritt reingeteilt und haben dann zum Beispiel zu dritt eine Pizza uns gekauft. Mhm. Da sind wir immer richtig zur Pizzeria gegangen, die das dann im Steinofen für uns direkt gebacken haben. Relativ fein gegessen, als dumme Kinder. Ja. Und da machten gerade so ein paar neue Läden auf. Da gab es zum Beispiel dann auf einmal einen Gyros und einen Asiaten. Das war für uns so ganz neu, gerade in der Region. Ja. Gerade im Osten natürlich noch, im Westen ist das schon länger gegeben. Und da machte dann auch ein Türke auf. Beziehungsweise der Türke, den gab es glaube ich schon ein bisschen länger, aber das war halt ein türkisches Restaurant. Das darf man nicht vergleichen mit dem, was man da heute drunter versteht, wenn nämlich jemand, der Fleischtaschen verkauft und Lamachun und sowas. Ja. Der hatte, was weiß ich, was für unaussprechliche Dinger. Und es war aber so gedacht, dass du da richtig wie in ein Restaurant reingehst. Mhm. Und dann sprach sich das mit diesen Dönern rum. Das ist halt in Deutschland gerade so ein Trend. Ja. Und der hatte Döner. Und ich weiß nicht, ob der die schon länger hat oder ein extra angeboten hat. Vielleicht waren die schon länger Teil seiner normalen Speisekarte, aber niemand wäre je auf die Idee gekommen. Und der hat das dann aber so in diesem typischen Imbiss-Stil mit Fladenbrot und Kraut und Fleisch angeboten. Mhm. Aber dieses Verhältnis, was ich gerade extra angesprochen habe, das gab's damals noch nicht, weil ja noch niemand in der Region einen Döner gegessen hatte. Und da war das halt noch so ein richtig großes Stück Brot, was aber so zum Bersten voll war mit Fleisch. Selbst wenn du das Ganze zusammengedrückt hast, da war so eine riesige braune Wand. Aber was halt schon immer war, war halt das Rotkraut, Weißkraut, so Zwiebeln. Ich glaube, das ist damals auch noch nicht viel. Ich glaube auch, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt eine Soße dran war. Und wenn ja, dann war es irgendwie auf alle Fälle noch Knoblauch ein bisschen anders. Und da haben wir zu dritt das Ding gegessen. Also wir drei Freunde. Und das war auch damals ziemlich teuer. Über 4 Mark 50 oder so. Also fast schon der Restaurantpreis. Wenn man das heute in Euro umrechnet, dann sollte man zu wenig Geld nicht für einen Döner bezahlen, aber damals war das unverhältnismäßig teuer. Wenn wir zum Beispiel eine Pizza bestellt hätten, Hälfte des Preises, andere Zeiten. Und das Ding war aber, der hat normalerweise nicht gerne an Kinder das verkauft, weil er wollte ja eigentlich ein seriöser Gastronom sein, mit einem Restaurant. Und hat dann halt so als kleine Kompromissentscheidung gesagt, na, ich mache halt jetzt hier so einen Drehspieß und gebe zwischendurch mal so einen Döner raus. Da war aber noch mehr, wie wenn du irgendwie, ist auch nicht, in so einen Szeneladen kommst und was Bestimmtes bestellst. Da kam halt manchmal jemand so normal in dieses Restaurant, wo halt so im Hintergrund auch Leute fein am Tisch saßen bei dem Wein. So, ich hätte gerne einen von diesen Döner. Und dann hat er das so während des Restaurantbetriebs so rausgegeben. Mhm. Also nicht so, dass das das Hauptding des Ladens war. Und du bist da, wie gesagt, zum Döner holen in das Restaurant rein. Und da hat er dich auch schon so komisch angeguckt. Noch dazu, weil wir halt dumme Kinder waren. Wir hatten so ein bisschen Geld, war dem schon klar. Aber wir waren halt keine ernstzunehmenden Kunden. Und der hatte dort auch so Spielautomaten. Müsste man mal aufpassen, dass die Kinder dann nicht dann noch rangehen. Also ganz grimmig. Kein freundlicher Libertör. Wirklich jemand, der da wahrscheinlich sein Trauma hat sterben sehen, als er auf Döner umgestiegen ist. Und das ist so das Boys-Love für uns. Ja, genau. Du musst dich auch später manchmal an sowas denken. Und das war so der Anfang vom Ende für den wahrscheinlich. Mhm. Also der hat dann so komplett seine gastronomische Ehre später noch aufgegeben. Weil irgendwann war der dann nur noch der Spielautomaten-Dönermann. Und er hat dann aber wirklich am Anfang so bei uns in der Region so definiert in etwa, was so ein Döner ist. Mhm. Und dann kam man irgendwann mal viel später noch an. Die Geschichte wird dann halt den Typ als den, der auch den Döner in den Osten gebracht hat. Ja, diese einen kleinen Bereich. Ja. Den müsste halt ein Denkmal aufbauen eigentlich. Ja, das kann auch die sein, dass der Türke. Ja, prinzipiell. Es kann natürlich auch sein, dass da noch zwei, drei andere Leute zu der Zeit dann halt auch mal irgendwo so das Angebot haben. Aber ich glaube, die ersten bei mir in der Region, das müssen die wenigen Kurden oder Türken gewesen sein, die halt so ein Restaurant haben. Und solche Restaurants gibt's in meiner Region nicht so viele. Da fährst du halt mal 2, 3 Städte weiter und da gibt's dann auch mal einen Libanesen, fährst nochmal 2, 3 Städte weiter, gibt's auch mal einen Äthiopier oder sowas. Das ist nicht wie in Berlin, wo die ganze Stadt nur aus
exotischen Restaurants bestehen. Mhm. Ja, du musstest halt den Döner halt über sowas importieren erstmal, über die echten, schon bestehenden kurdischen und türkischen Restaurants. Und für die war das ja wahrscheinlich noch nicht klar, wo die dann mal ein paar Jahre später sich wiederfinden, beruflich. Ja. Ja, und das war so späte 90er, der schlechteste Döner. Das ist, also, würde ich jetzt gar nicht so genau festmachen, aber ich habe halt das Gefühl, so die letzten 2 Jahre mindestens ist so richtig schlimm geworden, die Dönerqualität. Ich hatte erst vor 3 Tagen, da hat meine Frau gemeint, irgendwann mal die Tage, da werden wir mal den besten Döner der Stadt essen. Und da dachte ich, okay, wer legt denn das fest? Hat da irgendwie ein Magazin? Der Typus war der Tui. Ja, nee, das nur die Arbeitskollegen. Und weil ich ja so ein bisschen da die Arbeitskollegen kenne, dachte ich, lass mich raten, kann es zufällig sein, dass der beste Döner der Stadt ist, derjenige, der am nächsten dran ist an eurem Büro, geografisch gesehen? Ja, zufällig ja. Ah, okay. Ich ahne es. Ja, dann gab es jetzt den Döner. Ich habe direkt nach dem ersten Biss keine Lust mehr gehabt. Ich wollte nicht mehr weiter essen. Dann haben wir den zweiten Biss und habe gedacht, das kann nicht sein. Der war auch relativ teuer für unsere Ortsverhältnisse. Ich habe so zur Suche rüber geguckt und ich habe auch bei ihr so einen richtigen Ekel. Wir haben uns da zufällig dann so bemerkt, weil wir beide überhaupt keinen Spaß an den Döner hatten. Und es war auch nicht so ein gutes Zeichen, dass wir, während wir uns jeweils etwa einen drittelsten Döner reingequält haben, führten wir das Gespräch, wie man sowas am besten den Arbeitskollegen vermitteln kann, falls die mal fragen sollen, wie der war. Ja, kann man ja sagen. Ist ja schon. Ich habe gesagt, es kommt drauf an, wie gut du die kennst schon. Man muss den Leuten mal ihren Bullshit auch umholen. Genau, das war nämlich meine Finale. Also ich habe gesagt, wenn ich Leute noch nicht so lange kenne, gerade so beim ersten Treffen, ja, erzählen wir, dass zum Beispiel ihre Lieblingsserie Dark oder sowas ist, dann konfrontiere ich die nicht gleich mit der Wahrheit. Ja. Aber wenn ich Leute gut kenne, wie zum Beispiel meinen lieben Freund André Diers, dann sage ich dem, André, du liegst falsch, wenn dir Dark gefällt. Es ist sehr schlecht. Und ich glaube, bei Arbeitskollegen, die man schon eine Weile da im Büro jeden Tag sieht, da kann man dann auch sagen, Leute, ihr liegt falsch. Man muss ja auch mit denen dann zusammenarbeiten, da muss man eine gewisse Ehrlichkeit an den Tag. Ja, ich finde dann aber auch wichtig. In so wichtigen Themen wie Döner essen. Genau, ich finde dann auch wichtig, dass man natürlich das nicht einfach nur alternativlos zu stehen lässt, sondern dass man dann sagt, hey, hier, aber der Döner, wo ich auch mal mit meinem lieben Freund aus der Jugendschritt war, den empfinde ich als sehr gut. Der nimmt übrigens auch echtes Fleisch noch von einer Kuh und nicht irgend so ein gepresstes Hackfleisch mit einem Dönergewürz dran. Und ja, auch bei diesem Döner da vor 2, 3 Tagen. Und dann würde ich die da alle mal mitnehmen. Vielleicht nicht einen ausgeben, aber immerhin. Und dann würde ich mir so ihre kleinen, lieben, dicken Gesichter angucken, wie sie strahlen, wenn sie dann endlich mal einen richtigen Döner essen. Aber die wird es bald nicht mehr geben, die richtigen Döner in der alten Qualität. Weil Rindfleisch teurer als so mit Stärke versetztes Hackfleisch. Aber was es natürlich geben wird, ist Genfleisch. Ja. Der grimmige Türke präsentiert. Döner mit Genfleisch. Mhm. Ja, die müssen da einen witzigeren Namen für finden. Ja, aber das ist ja auch nicht unsere Aufgabe, das Marketing für die Leute zu machen. Ja, ehrlich gesagt, meine manchmal schon. Das war einer meiner ersten Aufträge als nicht Freiberufler. Also ich habe mal ein Praktikum in der Werbeagentur gemacht während meiner Uni-Zeit, also für so Praktikumsschein. Ich glaube, dass ich meine allererste Amtshandlung war, ein Logo für einen Dönerimbiss zu gestalten. Mhm. Da bin ich dann mal viele Jahre später, das war in der Stadt, wo ich mich halt nicht so oft aufgehalten habe, und ich habe das halt nur mal gezeichnet mit ganz schlechten, rudimentären Photoshop-Skills, damals bunt ausgefüllt. Stimmt alles irgendwie ein bisschen falsch, schlechte Auflösung und so weiter. Ja, aber irgendwie der Werbeagenturmensch hat es dann vielleicht noch ein bisschen aufgepeppt. Vektorisiert oder wie auch immer. Das ist halt sehr, sehr lange her gewesen. Naja, jedenfalls irgendwann mal viele Jahre später war ich dann zufällig mal in der Stadt
lauft da so durch die Gassen und denke, das Bild kommt mir bekannt vor, dort. Das ist schon irgendwie gesehen. Ich kam nicht drauf. Echt ein paar Minuten später habe ich mir, ach so, das habe ich gezeichnet. Mhm. Und da war ich halt so verwirrt, weil da wirklich auch so ein richtiges Metallschild oder was war, wo ganz aufwendig so mein Motiv drauf gemacht wurde. So Acryl oder was, keine Ahnung. Ja. Ich habe das nicht erkannt, dass das von mir war. Das hat mein Gehirn nicht computet. Mhm. Weil schon, oh Gott, das kann sein. Heute würde ich dafür gecancelt culture werden, aber ich habe halt so einen stereotypen Dünerhändler einfach da gezeichnet, der so ganz groß in die Kamera vorgehaltenen Döner so ausstreckt. Und der hat dann, glaube ich, so ein Dr. Who-Hut auf, sagt man dazu, glaube ich. Weiß ich jetzt. Wow. Das letzte Ding dieser Kultur auch noch weggenommen und irgendwie zu den Briten gegeben. Und das ist dann später auch so ein Motiv geworden, was ich bei zig anderen Dönerimbissen auch in der Form gesehen habe, was halt von anderen Leuten gezeichnet ist. Immer schön, irgendwie nichts Besonderes. Einerseits, andererseits. Echt, das waren, glaube ich, auch Kurden, die diesen Laden geführt haben. Also, das ist ja dazu dieser Kulturkreis. Ich glaube, die hatten sich das auch extra so gewünscht, dieses super Stereotype. Du sagst ja auch nicht als Italiener, als Pizza-Italiener, zeichne mich mal mit all meinen individuellen Besonderheiten. Ne? Ich habe so eine Muschelsammlung und ich liebe meine Little Pony. Nein, der sagt, mach mich mit so einer Schürze, mit so einer komischen Mütze, mit so Bummeln dran. Ich habe so einen riesen Holzball mit einer Pizza drauf. Na klar. Das verstehe ich ja nicht, was es ist. Mhm. Oh. Die eine, der Hund, die glaubt zu meiner lieben Freundin, dann liegt die nicht weiter. Anne ist jetzt schon so lange ohne ihre Mama, weil die schon vor ein paar Stunden weggegangen ist. Ja. Und da wird die Anne jetzt das schon vergessen haben, wer die so ist. Hunde sind bekannt dafür, dass sie sich sehr schnell von ihren Menschen entfremden und die vergessen. Wart ihr damals bei der Hachiko-Statue in Shibuya? Mhm. Weil ihr Hunde generell hasst oder weil ihr Japaner hasst? Ja, das Land und die Kultur und Statuen auch. Mhm. Es sei denn, sie sind so von irgendwelchen amerikanischen Sklavenhaltern des 18. Jahrhunderts. Dann machst du dich stark dafür, dass die aus dem Fluss, in die reingeschmissen wurden, von Cancel Culture Kids. Ja, rausgeholt und doppelt so groß wieder aufgebaut werden. Und den Fluss, in den sie geworfen wurden, der wird so umgeleitet, dass es in die Häuser der Leute fliegt. In die Nachfahren der Sklaven. Irgendwelche hochdekorierten Basketballstars und irgendwelche Atomforscher und Hollywoodstar, Samuel Jackson und so weiter. Die werden alle mit weggeschwemmt. Die ganze Culture Kids. Das ist zu weit getrieben haben. Findest du, dass wir woke sind? Also ich für meinen Teil zumindest bin mir meiner Unwokeness dann immer sehr bewusst. Mhm. Und denke mir aber, ich habe aber das Herz im rechten Fleck. Mhm. Mach halt über alles dann doch immer Witze, aber ja. Ich möchte natürlich, dass die Statuen in den Fluss schmeißen. Da muss mehr Kupfer und mehr Zink muss in Flüsse, ich weiß das. Ja. Das stimmt, Kupfer und Zink müssen mehr rein. Aber ich denke, nee, ich bin gerne, also falsch. Ich bin so ein Freund von, mach halt eine Statue dahin von irgendeinem Sklavenhändler. Aber mach halt auch eine große Plakette hin, wo der historische Kontext dran ist. Und dann ist das okay. Dann ist es halt klar, warum der da steht, wofür der da steht, weil doch halt eine so gute Sache gemacht hat. Aber dann listet halt auch den ganzen Scheiß auf. Ja, genau. Ich frag mich nur, wie man damit umgeht, wenn man woke ist und es schlecht findet, was der macht, aber die Kunst an sich gut findet. Und das sind ja gut gemachte Statuen. Man hat ja dann ein Bildhauer dieses Handwerk gelernt und kriegt diesen Auftrag und macht das dann.
und denkt sich, oh, das ist ein Meisterwerk, da habe ich euch in die 3 Jahre ja, gearbeitet. Dann kommt 100 Jahre später, 200 Jahre später, kommen so ein paar Kids und sagen, abends Wasser damit. Ja, aber gerade da verstehe ich dann halt auch, dass man dann sagt, ich mag denn die Kunst, die Statuekunst, aber ich würde mir halt wünschen, dass halt Leute, die nicht Rassisten waren, halt auch so ein paar Statuen hingestellt bekommen. Halt, also, ne, über was über die Klassiker wie Martin Luther King hinausgehen. Ja, The Rock ich zum glaub, Beispiel kriegt eine Statue. Ja, also, ein eigentlich also, ungebildetes Schwein. Wenn man von vornherein sagt. Also was ich zum Beispiel sagen würde, du musst ja jetzt nicht noch eine Statue von so einem Typ dann irgendwo hinstellen, sondern halt, weil die da steht, die können dann ja bleiben, aber dann stellt halt noch irgendwie von wem anders dann nochmal. Für selbst ja. Für so historische Kultur schaffen irgendwie sowas. Ja, aber das Ding aber ist ja natürlich immer auch ortsbezogen. Du musst doch immer erstmal gucken, in welchem Kontext wurde die Statue hingestellt. Das hat ja gewiss niemals jemand gesagt, der Typ ist ein berühmter Sklavenhändler. Und nein, ja, nein, klar, das wird er hingestellt, weil der irgendwas gemacht hat, genau. Was auch ganz okay war. Und dann, wenn aber dann irgendwann... irgendwas das gemacht, das ganz okay war, dann wird er eine Statue bekommen. Ja, immerhin, ja, ne, wird schon was ganz Gutes gewesen sein. Vielleicht auch damals in dem Kontext, wo halt das Sklavenhaben an sich so en vogue war, dass man gesagt hat, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Aber sobald dieses moralische Dilemma im Raum steht, finde ich, sollte schon niemand mehr eine Statue bekommen. Das ist klar, aber das muss ja dann wahrscheinlich zu einer Zeit gemacht worden sein, wo dieses Dilemma nicht so bekannt war. Wo man nicht wusste, dass dann mal die Cancel Culture irgendwann einem mal die Bude einrennt. So, und ich finde diese... Es ist ja keine Niedertracht, die dazu führt, dass diese Statue da aufgestellt wurde. Ist erstmal meine Vermutung. Und ich finde, dann sollte man diesen Kontext auch akzeptieren. Die haben es nicht böse gemeint. Und dann also, viele Jahre später aber diesen Kontext herstellen. Ja, wenn jetzt aber zum Beispiel Nazis von vornherein manipulative Kunst machen gegen Juden, dann ist das wieder, finde ich, ja, und also zumindest Kontext. In Deutschland glaube ich nicht unbedingt der Fall, aber in Amerika ist es halt so, dass da irgendwelche so sehr recht gerichteten Vereine. Es ist auch nur eine Vermutung. Ich meine nur, wenn es so ist. Ich finde, dieser Kontext muss an allererster Stelle aber geschaffen werden. Weil dann sind wir sonst genau an dem Punkt, wo man auch sagt, ich darf diesen und jenen Kultfilm der 90er Jahre nicht mehr gut finden, weil da dieses und jenes Wort fällt. Aber dann versuch erstmal rauszufinden, wie dieses Wort damals im Kontext funktioniert. Ja, klar, natürlich. Das ist ja eigentlich deine Aufgabe als jemand, der Kunst rezipiert. Die auch den Kontext. Genau, und das fehlt halt. Das ist natürlich jetzt sehr schwammig ausgedrückt. Es gibt da tausende Beispiele. Also es ist irgendwie gefühlt ständig nur noch Thema in Medien. Oh, dieser Film und so weiter wird jetzt seit neuestem übrigens gecancelt, weil, und dann denke ich mir, ach Gott, oh nein. Das ist ja nicht euer Ernst. Es wird überhaupt nicht drauf geachtet, ob das vielleicht eher letzten Endes undienlich ist. Ja? Und ich finde halt, man könnte das, ich finde auch gerade, du musst so einen Film halt gucken und dann, dass du dann dir auch dieses Bewusstsein schaffen kannst, dass das aber damals noch okay war, ist krass. Genau, irgendwie. Genau. Dass du dir auch immer wieder ins Gedächtnis rufst, ja, wir verbessern uns so ein bisschen langsam, aber sicher als Gesellschaft. Genau. Geht's bergauf. Weil du kannst bei so einer Statue, kannst du dann sagen, als zum Beispiel Kulturamt der Stadt, ja, das ist nicht bös gemeint gewesen. Die Statue kann ja zum Beispiel auch wirklich den Zweck erfüllt haben, dass die da vor die schwarzen Hütten gestellt wurde, um zu zeigen, ich bin euer Chef, fürchtet mich. Hm. Dann ist der Kontext von vornherein sehr negativ, dann kann man da nochmal anders drüber verhandeln. Wenn aber der Kontext rein über die Weise sind, ist, der Typ hat uns hier ganz viele Kinderkrankenhäuser hingebaut und da wurden unheimlich viele Nonnen von der Lepra geheilt und so weiter. Dann lass stehen, aber stell halt nochmal was hin, dass das halt auch nicht nur Gutes war, was der gemacht hat. Und dann kannst du noch einen Schritt weitergehen und sagen, jetzt stellen wir hier noch eine Martin Luther King Statue, die neben die 10-mal größer ist. Nur so, ja. So wie die auch drauf tritt. Genau. Und du kannst dir aber nicht für jeden Film, den du früher mal cool findest, wo aber jemand vielleicht mal
ein komisches, mittlerweile rassistisches oder homophobes Wort gesagt hat, das damals aber in anderen Kontext hat, dann stelle ich halt noch einen anderen 80er Jahre Kultfilm daneben, wo das wohl nicht fällt. Ja, deswegen ist es wichtig, dass die Leute solche Zugeständnisse nicht brauchen, finde ich. Du kannst nicht jedes Mal sagen, ja, wir verstehen, dass das falsch war, hier ist noch was Neues, Schönes. Aber die Menschen können, glaube ich, keine Kontexte verstehen, ja, manche reflektieren. Ja, manche nicht, klar. Genau. Ja. Mühselig, dass wir ihm beibringen zu wollen, dass man sich halt einen Kontext angucken sollte. Bevor man das kritisiert. Wenn das funktionieren halt, würde, dann gäbe es gar keine Probleme. Es gibt halt Leute, die verstehen das nicht, wie Zeit funktioniert. Die sehen irgendwas, sie regen sich direkt darüber auf, beziehungsweise ich glaube auch nicht, dass ich höre immer viel, seit das Internet ist, bitte mal alles schlimmer, bla bla bla. Ich glaube nicht, das ist halt einfach nur, es ist einfach alles mittlerweile echter statistisch zu belegen, wie doof alle Leute sind. Vorher war das einem immer nicht so klar, weil du halt immer nicht diesen Rahmen so hattest. Höchstens halt irgendwelche Umfragen und so, aber jetzt durch so das Internet hast du wirklich ja direkt theoretisch alle Leute, ja, vielleicht auch nicht alle, nicht so das Internet benutzen, wie wir es benutzen, aber trotzdem denke ich, das ist einfach ein guter Spiegel. Das Internet ist nicht schlimm, sondern die Leute sind halt schlimm. Ja. Aber das wird weder besser noch schlechter, sondern das bleibt halt so. Und ich glaube, dass viele Leute halt dann einfach keinen Bock haben zu so, also viele Leute, die normal sind oder schlau, die haben keine Lust, sich im Internet auszutauschen mehr. Das stimmt. Ich hatte mal eine Zeit, Anfang des Jahrtausends, wo ich mal ein halbes Jahr nicht im Internet war. Wo ich noch so dachte, wow, weiß doch gar nicht, ob ich da überhaupt noch mal reingehen will. Ja, dann kam Drachenball Z. Und dann bin ich immer auf DragonBallZ.de gegangen. Ich dachte, es gibt so etwa drei Internetseiten. GMX, DragonBallZ.de, geile Uhren. Nee, JPEGs laden, das war damals also keine Chance. Ich dachte, was soll denn da passieren? Jetzt kriegst du es gar nicht mehr so gut weg. Aber ich habe keine Lust mehr aufs Internet. Jetzt zu Weihnachten über, wo ich ganz, ganz lange nicht an einem Computer dran. Geht dann nur manchmal in unsere kleine Workshop, Podcast, WhatsApp-Gruppe. Und da schreibe ich euch immer, dass ich euch Licht lieb hab. Ja. Das ist immer schick, euch ein Bild von dem lieben Vincent. Und dann beleidige ich meistens noch André. Aber da geht's schon wieder los. Ich benutze es immer André zum Mobben. Ich mein's gut. Wir sollten vielleicht mal zusammenlegen, um eine Statue von André irgendwo hinstellen zu lassen, damit die Leute demnächst was haben, was sie irgendwie in den Elbe-Kanal schmeißen können. Weil sie nicht wissen, dass der Kontext ist, dass da zwei Typen schlechtes Gewissen haben, weil sie den Typ immer gemobbt haben. Dann haben sie von diesem rassistischen Nazi-Verbrecher halt eine Statue dahingestellt. Dann denken, wenn sie den Kontext denken, hätten sie das so, ja gut. Vielleicht ist der ja nämlich auch ein Nazi-Verbrecher geworden, weil der immer gemobbt wurde. Und dann schmeißen sie uns in den Fluss gleich hinterher. Ja, bei unsere Statuen soll wieder jemand anders einen Auftrag. Die Statuenindustrie, die boomt. Weil so viel gecancelt halt. Die haben ja eine Statue von Glashäufer Umlauf, ich glaube in Berlin oder so, an den Bahnhof gestellt. Oder in einer anderen Stadt, ich weiß es nicht. Ich habe nur mitgekriegt, dass der dann jetzt da weg soll, wieder die Statue. Und dass die dann irgendwie eine Petition starten wollten, dass die da stehen bleiben darf. Aber ich weiß nicht, was dann davon gekommen ist. Hat die das Florida-TV dahingestellt einfach? Ja. Ach so. Die haben das halt in Auftrag gegeben, so eine große Statue zu bauen und dann irgendwie einen Deal mit dem Bahnhof abgewickelt. Und das sollte halt zeitlich begrenzt sein, nur für irgendwie 5-6 Monate oder so. Und ja, dann waren die aber traurig, dass die dann wieder abgebaut wird, die Statue. Ja, klar. Klar, es war dann traurig. Ach so, ja. Ja, aber ganz ehrlich,
ich glaube, das ist jetzt früh investiert in das, was eh kommt. Ja, also das wird ja auch. Das ist halt so ein bisschen, eigentlich eine Statue ist ja halt, wenn du denn tot bist, ne? Ja, aber guck dir den mal an, was der für Augenringe in letzter Zeit hat. Nein, aber. Okay, also, nee. Kann man, ja, wenn, man kann tot sein, man muss doch aber nicht immer gleich tot sein. Also ich finde, der Glas von Wurmhoff hat kulturelle Relevanz genug, um eine Statue zu bekommen. Ja, genau, das ist halt der Punkt. Also ich würde mich doch jetzt auch nicht wundern, wenn irgendwo eine Thomas Gottschalk-Statue schon stünde. Ja. Ja. Ne? Otto-Statue. Ah, Otto-Statue. Ich wette, das steht doch schon alles. Überall stehen Cristiano Ronaldo-Statuen von irgendwelchen Basketballern, die immer noch spielen. In den USA vor allem. Und so. Ja. David Beckham-Statue habe ich auch schon gesehen. Sowas. Warum denn nicht mal in Deutschland auch mal wieder mehr Mut zur Statue? Und dann da ist Häufer Umlauf und mir ist auch ein Joko irgendwo hin noch stellen. Vielleicht ist nicht gerade noch eine Palina Rojinski oder Sabine die Putzfrau-Statue heute nehmen. Aber so in die Richtung. Weil die haben sich da jetzt schon mehr als verdient gemacht. Die stehen ja auch für das Gute im Land. Mhm. Sind so Kasper, aber die machen halt ja auch wichtige Sachen. Und von Jahr zu Jahr relevant. Und kriegen dann immer ihre Grimme-Preise. Das ist legitimiert. Warum denn warten, bis die denn nicht irgendwann mal mit 120 Jahren dann mal eines natürlichen Todes bei einem Duell um die Welt sterben? Und dann halt, wie die halt als alte Menschen aussah, der ersten Statue, so, der schöne, junge, jugendliche, 50-jährige Glashäufer Umlauf, wie er jetzt aussieht, den das so hinpacken. Ich gönn das dem. Ist halt schade, dass das halt seine eigene Firma dort hinstellen muss. Aber so macht man's. Ob wir eine ähnliche Relevanz für unsere Heimatorte schon haben, wie ein Glas für Berlin? Dass wir hier, dass du jetzt in Föckinghausen sagen könntest, Zeit für eine Huki-Statue? Also, ich war jetzt, ja, letztes Jahr, wir haben ja jetzt 2022, da war ich ja in Mellor-Kreisblatt mit meiner Kunst. Das Ding ist halt, ich weiß ja, es gibt noch andere Mellor-Künstler. Die sind aber auch, die machen halt alle so richtig Kunst. Nicht so Comic, sondern Statuen und Gemälde und so ein Kram. Und man kriegt das, also ich krieg das immer nicht mit, obwohl ich mich manchmal das Gefühl habe, ich müsste mich da mehr für interessieren. Für die anderen Künstler, die es hier gibt. Weil die mir dann vielleicht Tipps geben würden, wie ich meine Statue jetzt hier irgendwo hinkriege. Aber bei mir ist halt auch das ist eher so das Ding, ich will ja keine Statue von mir, sondern ich würde irgendwas machen und das soll dann aufgestellt werden. Ja, ich kann fragen. Ja. Ich denke halt nämlich auch, wir als Comic-Schaffende, wir wollen ja auch unsere Figuren. Genau. Ich habe da immer davon geträumt, ein ganz großer Enterman, wo man so zwischen den Beinen durch mit dem Auto durchfährt. Dass man irgendwann so populär ist, die Figur, dass da so ein 20 Meter Enterman irgendwie über die Autobahn drüber geht oder was. Nein, nicht Autobahn, irgendeine Straße in Chemnitz vielleicht. So eine lustige Skulptur, wo dann auch Leute sagen, ah, das ist witzig, das ist so ein Strichmännchen ähnlich. Kennt vielleicht die Comics nicht, aber es ist auch so einfach und irgendwie lustig. Und die Stadt nimmt sich nicht so ernst. Nur was hätte ich mir gewünscht. Ja, das ist halt wie die Heimatstadt von dem, wer heißt der, Jim Davis von Garfield. Genau. Wir haben ja auch ein Garfield-Museum, wo eine große Statue da irgendwo rumstehen und so. Und die haben das halt dann akzeptiert, dass das halt deren Kulturvermächtnis ist. Bedenkt mal, wie verhältnismäßig scheiße und kulturell eigentlich gar nicht, Garfield ist. Ja, der ist halt immer relevant. Aber der hat ja keine Werte, die der transportiert. Ja. Ich habe so viel Garfield gelesen, es ist so schlecht, Garfield eigentlich. Ich habe selbst unser lieber Quinten-Review findet Garfield gar nicht so geil, auch wenn er der größte Fan ist. Es ist ja wirklich nur so, hey, wir haben ja dieses erfolgreiche Merchandise-Ding, dieses
diese erfolgreiche Marke, die man dann auf Tassen drauf drucken kann, wenn man die Lizenzkohle bezahlt. Ich denke, das ist irgendwann, bist du da so drin. Wenn du denn irgendwann denkst, du bist Garfield-Fan, und dann so ist der da so reingeschlittert. Der hat das als Kind dann immer gesehen und dann war das halt so, ja, ich mag Garfield. Und dann hängst du da auf einmal drin in so einem Rabbit Hole, Strudel, du kommst nicht mehr raus. Es ist dann halt so dieses moderne Nerd-Ding schon vorgedacht, so, ich kenne diese Sache, deswegen kaufe ich davon die Funko-Pop-Figur. Ich finde diesen Button witzig, weil ich die Sache, die darauf zu sehen ist, mal im Fernsehen gesehen habe. Funktioniert natürlich bei Fico bei mir nicht, aber der Punkt ist halt, Garfield ist halt eigentlich nur so eine erweiterte Merchandise-Geschichte, wo es auch nicht wirklich was Ernsthaftes gibt, weil all diesen vielen Sachen, wo Garfield schon dabei war, Kinofilme und so weiter, es ist da nie was bei rumgekommen, was das Garfield wichtig macht. Ja, das Interessante ist ja aber, dass zumindest der Jim Davis auch so Sachen, so Projekte, so Fanprojekte so offiziell durchlaufen lässt, wo der halt merkt, er selber kann das nicht. Der hat zwar so was geschaffen, ne? Ja. Was in der Popkultur halt einfach irgendwie Fuß gefasst hat und da geblieben ist. Was, ne, das ist halt Garfield, das ist halt sein Ding, was er hinterlässt, der Menschheit. Und der selber hat, also zumindest von dem, was ich so, wie ich das jetzt einschätzen würde, weiß, aber das, was Richtiges, Interessantes machen, das muss jemand anders mit Garfield. Aber es ist auch irgendwie cool eigentlich. Direkt so ein Gegenprogramm zu, ja gut, es ist ja trotzdem super bestimmt rechtemäßig ganz abgedeckelt, dass ja nicht jeder natürlich irgendwas damit machen kann. Aber zumindest lässt er immer mal interessante Projekte zu. Naja, aber unter dem Strich steht halt trotzdem, was, wofür Garfield an und für sich steht. Das ist halt Katzentassen. Das ist halt scheiße. Katzentassen. Genau. Endgame. Und das ist halt aber trotzdem was nach so vielen Jahren wie Garfield schon läuft. Ich guck mal, wenn Garfield anfing, 70er Jahren vielleicht. So lange hat sich das gehalten, dass das niemand mehr erfragt. Und jetzt denkt man ja fast schon, Garfield ist Hochkultur. So, eigentlich nur Quatsch. Ja? Andere Comicfiguren haben in der Zwischenzeit schon irgendwelche erwachsenen Reboots, wo dann irgendwelche Schauspieler da vielleicht sogar Oscars bekommen, wenn sie da mitspielen. Oder die haben von vornherein was kulturell Relevantes gemacht. Die Universe oder so. Da denke ich mir, ja, dann stellt solchen Sachen eine Statue hin, ne? Aber dass sich halt ein Garfield so aufgeblustert hat, das zeigt für mich ein Glashäufer Umlauf, der hat das verdient, der hat da kulturell das schon gemacht. Aber zum Beispiel ein Oliver Pocher, der könnte das nur über Zeit schaffen. Also da sage ich ja, wenn der jetzt nicht noch irgendwie auf Anhieb zu irgendeiner sinnvollen politischen Aussage findet, dann muss der mal bitteschön noch 40 Jahre weiter irgendwelche Quatschshows moderieren, bevor der halt eine Statue bekommt. Das ist so meine finale Aussage zum Thema Statue. Und ich finde aber, in dem Kontext haben wir beide uns Statuen für unsere Heimat. Ja. Aber besser wird's nicht. Das sage ich jetzt schon mal den Bewohnern unserer Heimatorte. Das müsst ihr erst mal toppen. Wir hatten da zeitweise einen Roboter, der möchte zeitweise zeichnen. Ich habe mal der Bubiber, der kommt. Ja, was hast du? Du hast doch heute noch was erzählt mit dem Schlaufuchs. Der Schlaufuchs, ja, mit der Kletterbahn. Das ist Schlaufuchs. Also ganz ehrlich, da hätte es mich nicht gewundert, wenn es mal irgendwann eine Schlaufuchs-Statue gegeben hätte von der Figur Schlaufuchs, die ich gemacht habe für eine Zeitung in Fulda zur Erklärung, wo es so lange, viele Jahre Schlaufuchs-Comics gab. Und der hätte jetzt so dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum, wenn es das noch so geben würde. Aber ich glaube, das Schlaufuchs wird gar nicht mehr bedient. Das war dann mal schlagartig vorbei. Und da gab es ja aber Leute, die in so einem Schlaufuchskostüm in Kindergärten, in Schulen gegangen sind. Die haben ja wirklich was den Kindern beigebracht. Ja. Das fand ich immer schön beim Schlaufuchs, deswegen habe ich das Projekt, auch wenn es sehr stressig und was weiß ich, was war fordernd in jeder Form, mochte ich das gern, weil ich da pädagogische Inhalte teilen konnte. Und ich habe dann immer dem Verlag so Sachen in Metaphern rein versteckt, wo ich mich frage, ob das dann bei den Kindern und den Eltern angekommen ist.
Aber ich weiß noch nicht, wie ich das rausfinde. Genau. Ich habe dann ein Beispiel in den späteren Folgen vom Schlaufuchs auch manchmal meine Vogue-Weltsicht versucht zu transportieren. Und habe dann auch so Geschichten über LGBTQ versucht zu erzählen. Es gab dann noch Charaktere bei diesen vielen lustigen Tier, anthropomorphen Tiermännern, die mit irgendwelchen Kindern befreundet sind und Abenteuer über Ernährung und Wissenswertes aus der Welt der Tiere und Natur und so weiter dann erleben. Da habe ich dann immer mal so Geschichten eingebaut, wo es eigentlich um homosexuelle Beziehungen geht und Fremdenhass. Weiß ich auch nicht, ob das jemand aufgefallen ist. Ich denke schon. Das ist vielleicht, könnte ja jetzt dann bald mal so kommen, das dann jetzt mal, weil es sind ja gerade keine Conventions mehr. Aber stell dir mal vor, jetzt in 3-4 Jahren ist doch mal endlich mal wieder eine Leipziger Buchmesse. Oh. Und dann ist, kommt so jemand, der ist so 16, 17, 18 raus und dann sagt, hey, da, damals als Kind, ich habe immer Schlaufuchs gelesen. Ach, das wäre schön. Und also es gibt bestimmt Leute, denen das auffällt, dass so die das erkennen, dass das dein Stil ist. Die dann so, oder die sehen dann, dass bei uns dann Delfini und Prinz stand halt immer noch Schlaufuchstassen rumstehen und die Bücher. Die sagt, hey, Moment, der Schlaufuchs? Das kenne ich. Und dann sagst du, das habe ich gezeichnet. Warum haben wir die gleiche Stimme? Warum mir hat das gut gefallen. Das ist auch gut gefallen. Lass es küssen. Ich glaube, der Schlaufuchs, das wird mein umfangreichstes, aufwendigstes Projekt, von dem nie jemand was erfahren wird. Das hatte die Zeitungen, in denen der Schlaufuchs veröffentlicht wurde damals, war ja nicht so lange her jetzt, dass da die letzte Folge erschien, inoffiziell letzte Folge. Die Zeitungen hatten eine sehr hohe Gesamtauflage. Ich hab das schon dreistellig, nein. Das ist so sechsstellig vielleicht. Ein hoher fünfstelliger Auflagenwert. Und da dachte ich immer, klar liest dann nicht jeder die Samstags-Kinderbeilage, aber doch schon ein relativ hoher Prozentsatz. Und du gehst ja auch davon aus, dass die Gesamtauflage der Zeitung auch nochmal hochgerechnet wird, was die Gesamtzahl der Leserinnen anbelangt. Weil ja manchmal 3 Leute sich in eine Zeitung reinigen. Ja. Und ich dachte dann immer so, als ich ein Kind war, habe ich dann immer bei uns, bei den Tageszeitungen, die Beilagen gelesen. Und ich weiß auch, dass dann manchmal sogar meine Großeltern die Kinderbeilage mit sich angeguckt haben. Dann habe ich immer mir so hochgerechnet, dass im besten Fall so 100.000 Leute jede Woche meine Schlaufuchs-Comics lesen. Mhm. So viel wird es vielleicht nie gewesen sein, aber es wird schon jede Woche eine sehr, sehr hohe fünfstellige Zahl gewesen sein. Und in all den Jahren vielleicht mal 1 oder 2 Leute auf einer Convention, die mich darauf angesprochen haben. Tja. Komplett hat es nicht funktioniert. Also das hatten wir ja schon oft, dass es solche Synergieeffekte halt einfach nicht gibt. Ja. Jack Black wird sich immer ärgern. Der will immer nur Tenacious D-Musik machen. Weil dann spielt er immer so in dem Gruselhautfilm in so einem Wort. Weil er denkt, ja, und dann denken die Leute, und der Typ, den Schauspieler, hat er vielleicht eine Band? Ich denke, dass Jack Black das vielleicht einfach gut findet, dass der halt richtig viel Geld mit so shitty Kinderfilmen verdienen kann. Weil das dem Keil geben kann. Und dann nebenbei aber auch so eine super drogenpositive, sexpositive Band machen kann mit seinem Kumpel. Ja, dem lässt man das durchgehen, das stimmt. Aber der war ja auch in die unendliche Geschichte Teil 3. Der ist ja sozusagen so ein Kinderfilmstar. Ne, ich finde das immer interessant, wenn das so, wenn du so, so, das ist ja ein richtiger Hollywood-Schauspieler halt einfach. Ja, und der hat aber halt auch noch so eine Comedy-Band. Ich finde das immer interessant, wenn das... Der und Jared Leto sind die einzigen beiden Menschen, die das so zweigleisig machen, denen ich das so abkaufe. Mhm. Bei allen anderen sehe ich dann immer so eine, ja, so Richtung Lady Gaga, die fängt jetzt da glaube ich auch noch mehr an. Aber bei allen anderen sehe ich dann immer eine Sache zuerst und denke dann bei dem anderen Ding, was ist denn noch so der Nachklapp? So dieser zweite Karriereweg. Ja, das stimmt schon, naja. Komisch. Man kann halt nicht. Ja, das ist eher so. Wünschenstes immer, aber bei ich glaube, vielen Stars ist das halt sowieso, die haben das eine Ding, dafür sind die bekannt. Und aufgrund dessen, aufgrund ihrer Berühmtheit, können die dann halt noch irgendwas anderes machen. Es interessiert dann nicht so wirklich Leute, aber die nehmen das dann so mit.
Und bei Jack Black ist es ja wirklich so, nee, das ist halt sein Herzblut-Ding, auch beides, und er will beides machen. Deswegen hat er ja, also, gibt's ja auch, das ist ja auch irgendwie, Tenacious D ist ja auch eine Serie gewesen, ein Film und so. Aber es ist ja auch, also ich weiß es jetzt gar nicht genau, es ist ja auch schon ewig her, die HBO-Serie. Ich glaube, es ist nach Die unendliche Geschichte 3 gewesen. Ja. Aber das ist ja, würde ich schon sagen, aus einer Zeit, wo vielleicht ein Jack Black gar nicht noch groß so stattgefunden hat in der Größenordnung in Hollywood. Und er dann wirklich halt mit seinem lieben Freund Kyle zusammen einfach nur auch schon diese Band da einfach so gemacht hat. Mhm. Und das wirklich dann etwa gleich groß zu dem Zeitpunkt war. Das weiß ich nicht. Ne, zum Zeitpunkt war sicherlich Tenacious D sein größtes Projekt, ja. Ich denke auch, dass der ein bisschen, also da in dem Sinne traurig ist, ich habe ja mal die Doku gesehen, die spielt zu dem Zeit, wo die den Film fertig oder gerade fertig machten. Und der Film war dann nicht so, ja, eigentlich schon gefloppt, wenn man mal ehrlich ist. Mhm. Den, also die hatten halt so schon damit gerechnet, naja, Jack Black ist so eigentlich bekannt, das ist eine Comedy. Das sollte eigentlich schon sehr erfolgreich sein, und das war halt nicht mal irgendwie, es geht halt wirklich darum, die gucken sich verschiedenste Kritiken an und halt die Platzierung im Kino, und die sagt, da fällt dann so dieser Satz, es ist nicht mal in der Kategorie Comedy auf Platz 1 gewesen am Startwochenende. Und ich glaube, hab das Gefühl, das hat die schon hart getroffen, das war schon so, das war wohl so, das ist eigentlich das, der Höhepunkt des, von Tenacious D, der Film, gewesen. Und ist aber ein Flop dann doch irgendwie auf lange Bank gewesen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Jack Black halt doch lieber der Musiker wäre. Er ist halt eigentlich ja der Musiker. Und er ist es halt, bei ihm ist es dann halt doch auch so, ja, die große Menge nimmt ihn eigentlich als Schauspieler wahr. Aber er möchte vielleicht eigentlich lieber der Musiker. Ja, zum Beispiel ein Glashäufer Umlauf. Ist ja nicht böse gemeint, aber so seine Band Gloria, das nimmt man ja jetzt nicht als gleichwertig war. Ja. Weil man dann halt auch sagt, er kann ja ganz schön singen, aber das ist ja jetzt, das ist halt kein Jared Leto-Niveau. So. Und da habe ich auch das Gefühl gehabt, aber als das mal losging, dass das vielleicht schon auch bei dem Klaas so die Idee war, na, ich will ähnlich wie mein großes Idol Marcel Buchenschild auf ganz vielen verschiedenen Hochzeiten tanzen. Und ich will natürlich auch gleich groß die Musikerkarriere nebenbei zum Laufen bringen. Und in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass der immer ganz viel zurückrudert, wenn es da um die Band geht. Noch immer irgendwie in dem Nebensatz so das Thema Gesang mit anspricht. Dass der zwar dann nicht sagt, ja, ich kann hier nicht so gut singen, aber da kommen manchmal so Sprüche von ihm wie, ja, manche Leute haben ein angeborenes Gesangstalent. Und da können dann andere Leute so lange üben, wie sie wollen, sie kommen da nie hin. Dass der vielleicht da einfach nur indirekt sagen will, ich bin jemand von denen, die da ein Leben lang üben, aber nie hinkommen. Mhm. Und dass das halt um ein paar Ecken so das Eingeständnis ist, ich habe so diesen Karriereweg überdacht. Und der ist halt dann letzten Endes ein Moderator. Und da muss der jetzt damit klarkommen, auch wenn er alles sein will. Und da hat er auch ganz schön in Serien mitgespielt. Das ist nicht so die Größenordnung, die er vielleicht gerne wäre. Ich wünschte mir halt, ich hätte das irgendwas, eine Sache, mit dem ich erfolgreich bin, und dann könnte ich noch. Das ist ja das Schöne, dass der Klaas, er kann ja andere Sachen dann immer machen, wenn er Lust hat. Eigentlich ist das ja was Gutes, wenn du das irgendwo, du so einen Fuß in der Tür hast, dass du einfach alles machen kannst. Du musst dich dann halt davon losmachen, dass das alles immer der krasse, wichtige, interessante sein soll, sondern das siehst das dann als Hobby. Und trotzdem ist es halt dann, ne, also, es ist trotzdem dann auch Publikum da. Es ist da, irgendwer ist schon da, den das auch interessiert. Ja, aber das ist halt dann die Frage, ob du damit leben kannst, wenn du auf der anderen Seite der krasse, Grimme-Preis-gekrönte, wichtige Moderator bist, der ein paar der erfolgreichsten Sendungen im deutschen Fernsehen gerade moderiert. Mhm. Und dann heißt es auf der anderen Seite, ja, und Gloria hat ganz gut Platten verkauft so in den letzten 5 Jahren. Kannst du auch nebenbei machen. Okay. Ob dir das dann reicht, oder ob du dann irgendwann sagst, ja, dann mache ich nochmal 3 neue positive Serien. Was ja ganz gut geklappt hat, ist zu podcasten für ihn, glaube ich. Mhm. Und das ist dann wirklich was, wo er ernsthaft dann von
Erfolgsverhältnis im Bereich der Podcasts, das ist ja schon ein großer Bereich, da jetzt in so eine Ebene reinkommt, wo man dann irgendwann vielleicht mal wie Kevin Smith überlegen kann, ob man nicht in erster Linie auch vielleicht das ist, Podcaster. Ja, ich habe das Gefühl, der ist schon, der nimmt das eher so als den Bonus. Podcast ist ja auch eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, normal, also ich kenne keine nur Podcaster. Mhm. Fällt mir jetzt gerade so aus dem Stand nichts ein, wo ich sage, die sind ursprünglich, die machen nichts anderes als nur Podcasts. Ja. Selbst wir sind hier Comiczeichen. Ja, wir sowieso. Deswegen dachte ich auch, Lars ist ein Moderat, ist halt klasse für Umlauf und macht einen Podcast. Selbst sind sowas wie Jan Böhmermann, Olli Schulz, ja, die halt durch den Podcast dann überhaupt ist, also zumindest ein sehr großer Teil. Zumindest bei Oliver Schulz ist es ja nur, das ist zum Beispiel ein Typ, der struggelt da, glaube ich, mit. Ja. Dass der eigentlich Musiker ist, aber die Leute nehmen ihn als den Typ aus dem Podcast. Ja. In erster Linie. Und das ist ja trotzdem gut für ihn, weil es läuft ja, also er kann halt auftreten und machen und so, aber ich habe trotzdem manchmal das Gefühl, dass der halt gerade mit dem Publikum struggelt. Weil er halt merkt, das sind Leute, die gucken, hören eigentlich nur den Podcast. Und ich sag mal Figi Figi. Mhm. Und der will eigentlich der ernstzunehmende Indie-Rockmusiker sein, der ist halt Moderator. Aber es ist halt, ja, das stimmt. Das ist aber dann nur Kopfsache eigentlich. Muss das dann halt los werden. Weil wenn die Leute die Lieder trotzdem gehört haben und dann Geld fürs Ticket bezahlen und dann da sind, das ist doch gut. Das reicht doch. Also es ist halt auch, also Olli Schulz, ja, klar. Es hat immer die Frage, wie haben die sich mal ursprünglich die Karriere vorgestellt? Mhm. Hat Olli Schulz am Anfang wirklich gedacht, ich will doch auf lange Sicht schon so ernstzunehmender Liedermacher werden, so der Wolf Biermann meiner Generation? Oder hat er denn irgendwann mal mit so Mitte 20 da, ich will ein bisschen abzahlen auf der Bühne? Weil ich glaube, ehrlich gesagt, eher Letzteres. Na, wie war das denn nochmal? Der ist ja auch relativ spät erst richtig angefangen. Der hat zwar immer Musik gemacht, aber ich glaube, aufgetreten hat er erst mit 30 angefangen, weil er sich vorher nicht getraut hat. Ja, der hat, wie ich das in Erinnerung habe, aus halt früheren Podcast-Formaten, wie sonst und so fertig, das ist doch so ein Hallo-Trevision, Marcel Huckenschild war, alles mal ausprobieren. Mhm. Hauptsache irgendwie eine Kunst, ja. Im weiteren Sinne alles Kleinunterhaltungskunstzeugs. Ich fand das mal gruselig, mittlerweile muss ich mir die Sorge nicht mehr machen. Die Vorstellung, ich komme da als nicht allzu besonders erfolgreicher Comic-Schaffender in diese Podcast-Situation und dann birnt es so krass, dass ich so erfolgreicher Podcaster bin. Wie gehe ich damit dann um? Und muss ich dann ganz viel Zeichnerei für den Podcast opfern. Rein hypothetisch. Man kann auch den Podcast durch 2-3 andere Sachen ersetzen. Also realistischer war zum Beispiel dann an der Uni, dass ich dann so krass Wissenschaft mache, dass ich eigentlich lieber Wissenschaft machen soll. Mhm. Ja? Da war es wirklich mal, dass ich mir das dann ernsthaft gefragt habe und dann habe ich es gar nicht erst dazu kommen lassen. Da habe ich gesagt, na, dann gehe ich halt weg von der Uni. Da hatte ich zwar auch eine Einnahmequelle, die damals doch nicht so schlecht war, also potenziell auf lange Sicht nicht so schlecht gewesen wäre, dass ich damals hätte sagen können, Finanzen wären hier kein Vergleichswert, sondern es war relativ gleich, was ich da an der Uni damals bekommen habe und beim Zeichnen, nämlich jeweils eher wenig. Und da habe ich dann wirklich geguckt, ob ich diese Frage auf mich zukommen lassen können, da habe ich zu viel Angst davor, ich will lieber zeichnen. Gehe ich weg von der Uni. Mhm. Seitdem ist dann immer Zeichnen so deutlich über allem anderen gewesen. Das ist für mich irrelevant. Aber der Hugi, bei dem sieht es ja anders aus. Ich glaube, du stehst ganz viel vor dieser Entscheidung. Ja, ich stehe immer wieder vor der Entscheidung, weil ich immer wie so viele Sachen gern machen möchte, aber ich trotzdem auch merke, aber das Comiczeichnen ist dann doch irgendwie immer das Ding. Ich gebe mir im Comiczeichnen oft die Schuld an, dass ich nicht Sachen, die mehr Potenzial in sich birgen, Leute zu erreichen, dann vorziehe, weil ich dann doch lieber einen Comic zeichne. Aber es ist auch Quatsch. Ich meine, du kannst auch mit einem Comic genug Leute erreichen. Ja, genug schon, aber...
Aber halt, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Aber guck zum Beispiel unsere Schauspieler, Musiker, ne? Aber es gibt halt auch genauso viele Schauspieler, die halt in irgendwelchen Nebenrollen so rumbimmeln ihr ganzes Leben. Ja, ja, klar. Ne? Also das ist. Aber das ist halt das Ding, die sind halt im Bereich Schauspiel auch nicht so krass. Aber jetzt guck mal so die erfolgreichsten Kollegen von uns hier in Deutschland, so Ralf Gute, Joscha Sauer. Die sind halt schon so die erfolgreichsten deutschsprachigen Comic-Schaffenden, ne? Aber die sind ja wahrscheinlich verhältnismäßig noch mal erfolgreicher mit so zweiten Karrierewegen, wenn so ein Ralf Rute auf einmal so Stand-Up-Comedy macht. Da kommt vielleicht am Ende noch mal mehr bei rum, könnte ich mir fast vorstellen. Tja, das ist doch komisch. Wenn Ralf Rute als Podcaster. Oder auch Podcaster. Ja, so Sachen. Das finde ich ganz komisch, ganz gut. Weil für mich ist ein Joscha Sauer, das ist ja auch so auf lange Sicht so vielleicht die Idee mit so Animationssachen. Kannst du ja auch sagen, so nicht so weit weg im Comics. Ja, das ist aber was anderes. Oder unser lieber Kollege der Schwabel, der halt früher auch so Comics halt primär gemacht hat, jetzt eigentlich nur noch Polit-Cartoons in meiner Wahrnehmung. Mhm. Das ja auch sehr gut macht, aber das ist halt dann auch irgendwann mal eine Entscheidung, die du treffen musst. Ach, guck an, das ist was bei den Leuten hängen bleibt. Gehe ich da jetzt voll rein, das Ding. Ich werde vielleicht jetzt nur noch Comics machen für YouTuber. Ja. Und denen helfen, ihre Träume zu verwirklichen. Statt an meinen eigenen Geschichten weiterhin festhängen zu bleiben. Ich habe ja ein paar Mal so einen Fehler gemacht, glaube ich, dass ich Sachen hatte. Ja, wir haben mal irgendwas gemacht. Verschiedene Sachen, ne? YouTube, Musik, Gedöns, bla bla bla. Und schon immer mal Sachen hatte, wo ich dann gemerkt habe, oh, die kommen besser an als das an alles andere vorher. Und ich hatte jetzt so einen Lauf. Und dann aber trotzdem aufgrund von, ach, irgendwie keinen Bock oder ich will doch noch wieder was anderes machen, dann aufgehört habe damit. Und eigentlich man das mit dieser einen Sache immer weitermachen müsste. Aber das ist auch was, was mich, glaube ich, dann fertig machen würde, wenn ich immer nur das Gleiche nur machen müsste. Es sei denn, es ist ganz viel Spaß gemacht. Ja, selbst dann ist es halt so. Dann denke ich dann trotzdem, ich will irgendwie mal wieder was anderes ausprobieren. Aber man hätte das, also ich hätte das halt schlauer dann regeln müssen. Ich hätte dann halt sagen müssen, ich mache dieses eine Ding, was jetzt gut funktioniert, trotzdem weiter, aber ich passe das irgendwie halt so an, dass ich trotzdem noch Zeit habe, was anderes zu machen, aber ich ziehe das durch. Also ich ziehe diese Schiene, die ich gefunden habe, jetzt halt durch als primäres Ding. Also ich entscheide mich, das ist jetzt meine primäre Sache, die ich machen will. Und aktuell warte ich halt immer noch, dass ich mir merke, aha, das ist es, was jetzt funktionieren würde. Ich habe mal wieder was gefunden. Und ich habe immer Angst, dass das nicht nochmal kommt. Weil ich jetzt erst so dieses, weil es mir jetzt erst so richtig bewusst geworden ist, okay, wenn ich dann nochmal diesen, was ist denn das, den Glücksgriff habe, ich habe was gefunden, das ist funktioniert. Da muss ich jetzt dran festhalten. Ja, Angst, dass der Zug abgefahren ist. Dass ich nicht nochmal diese geistige Leistung aufbringe. Also würdest du sagen, wenn du jetzt mit dem nächsten, was du hast, random irgendwie gefühlt Erfolg hast, und das ist nochmal sowas wie so ein Heino-Cover, ja, nochmal so ein Arschfix-Song, und du würdest feststellen, was ist das? Völlig gar nicht das, was ich sonst eigentlich so anbiete, aber das ist jetzt das Erfolg. Ich habe ja gesagt, wenn wieder sowas kommt, dann nehme ich das an. Und dann sagst du von einem Tag auf den anderen so, jetzt stelle ich mich komplett darauf ein, dass ich regelmäßig Heino-Fake-Cover mache. Tja, es ist halt die Frage. Ja, eigentlich bin ich so weit, dass ich das dann denke, mir wird ja nicht jünger. Und ich denke, wenn ich das nochmal irgendwie schaffen will, irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen, um vielleicht dann halt wirklich irgendwann mal so eine Karriere zu haben, wie das ist das Hauptding, aber man kann auch den ganzen anderen Scheiß irgendwie machen, das ist halt monetarisch Sinn ergibt, dass ich es dann auch wirklich durchziehe, dass ich aus den Fehlern meiner Jugend gelernt habe jetzt. Naja, aber das ist ja sehr erwachsen. Ich stelle mir die Frage nicht mehr, ich mache halt das, was bei mir auf dem Tisch liegt. Wie ja schon gesagt, ich habe mich früher einfach für alles dann auch verkauft, auch ohne Wert. Jetzt sage ich halt, ja, wenn ich das dann schon mache, dann muss das auch wirklich finanziell eine Absicherung für mich bedeuten.
Und das klappt dann halt meistens auch so. Deswegen habe ich dann immer sehr dubiose Projekte immer mal mit. Mhm. Was niemand mit mir in Verbindung bringen würde wahrscheinlich. Aber das ist halt so der normale Weg, den ich gehe. Ich kann mir das nicht wie du aussuchen. Wie, oh, was ist erfolgreich? Ich mach's nicht. Ich muss irgendwann mal, wenn das alles lang genug her ist, wenn ich über sowas vielleicht dann eher mal wieder reden kann, ohne dass irgendwelche Verträge stört, dann rede ich da mal viel über so ganz viele Aufträge, Auftraggeber auch, die ich hatte. Es ist so ein Füllhorn, wo ich im Podcast nie drüber reden kann, in der Form, wie ich es gerne würde, wo ich teilweise euch privat ein bisschen was erzähle, aber ist auch schwierig. Das ist ja mein ganzes Leben, mein ganzes normales Leben, außerhalb von so einem Workshop, wo wir jetzt gerade sitzen, ist ja stark geprägt von den E-Mails und Telefonaten, die ich an dem jeweiligen Tag mit diesen Auftragsprojektpartnerinnen so hatte. Und gerade jetzt vor Weihnachten, das ist was ich dann meiner Frau erzähle, mit dem telefonieren, weil das sind immer ganz dubiose Sachen. Für so ein Illustrator sind es immer dubiose Sachen. Das sind bestimmt dubiose Sachen für einen Heizungsmonteur, aber ein bisschen anders. Und irgendwann möchte ich dir mal erzählen, so die großen Anekdoten aus dieser Zeit. Mhm. Die verrückten Auftrag. Ja, das ist was für die Rente halt. Ja, ja. So. Wird auch mal gern darüber dann halt einfach mal irgendwann meinen abschließenden autobiografischen Comic machen. Und ich habe dir ja auch gesagt, ich freue mich auch immer noch weiterhin über den echten, richtigen autobiografischen Marcel Hubenschütt-Comic. Mhm. Der selbstverständlich humoristisch gebrochen sein soll und mit vielen Falschinformationen, was aber nicht so, als Kind, da wurde ich mit einem Exorzismus auf die Welt gebracht und dann kam ein Elefant. Kaufe ich dir maximal 50% davon ab. Es ist ja in Arbeit. Ja, in Arbeit. Das wird ja. Ich kann es ja jetzt verraten. Den zielenden Zuhörenden des Nerdship Podcasts. Mein Plan, mein YouTube-Plan für nächstes Jahr ist, mich als Künstler selbst zu begleiten, weil sonst macht's keiner. Ich setze mir im Prinzip selbst ein Denkmal. Indem ich halt einfach nur immer darüber jetzt einmal in der Woche schön gut geschnitten, nicht so wie die Leute, die sich vielleicht ins Jahr 2016 erinnern, wo ich jeden Tag so ein Shitty-Video gemacht habe, was einfach nur so Laber-Quatsch war, was mir gerade in der Sekunde eingefallen ist. Und jetzt aber mal was mache, wo ich halt so zeige, was mache ich eigentlich wirklich den ganzen Tag, weil mir auch schon aufgefallen ist. Ich mache immer, wir sind ja gerade am Jahresanfang, Jahresende, Übergang. Und wenn man dann doch mal wieder zurückdenkt, fällt einem immer auf, irgendwie viel mehr gemacht, als man gedacht hat. Irgendwie komisch, aber ja. Und ich habe irgendwie, ich zumindest, guck mir gern so, es gibt halt die Urban Rescue Ranch. Das ist so ein Typ, der hat eine Rescue Ranch für Tiere. Mhm. Und im Prinzip macht er einfach nur, zeigt er, was der so den ganzen Tag macht. Mhm. Da gibt es viele solche Sachen. Mhm. Oft ist das mit Tieren, weil Tiere halt auch natürlich gut funktionieren. Das ist der große Vorteil, den tierliebe Menschen haben. Mhm. Ich hasse ja alle Tiere. Aber zumindest finde ich das eigentlich interessant, so in Leben von anderen Leuten so richtig reinzugucken. Ja, das ist ja kein neues Konzept von uns Influencer. Ja. Ja. Aber das ist die Idee. Mit dem Twist, wenn ich es nicht schaffe, 10.000 Abonnenten zu kriegen dieses Jahr, dann lösche ich einfach alles und erschieße mich. Genau. Ich weiß immer noch nicht, ob diese Drogen halt noch so viel bringt. Oh, wir müssen schnell all unsere Freunde anrufen, dass die dem Mann folgen. Das ist halt die Frage. Das ist halt eigentlich genau wieder das Ding, nur mit Ansage, was ich sonst auch schon immer gemacht habe, dass ich irgendwas mache. Und das ist so nur noch so okay erfolgreich und dann höre ich wieder auf. Statt dann zu sagen, hey, jetzt ziehen wir es halt durch. Okay. Aber halt mit Ansage. Und ich hoffe, dass das zumindest, dass das so ein. Ich habe immer das Gefühl, es fehlt bei allem, was man macht, immer so eine Antriebsfeder für das Publikum. Mhm. So irgendwas, da muss doch so ein Kniff dabei sein. Ein existenzieller Druck. Weil sonst ist das immer nur so. Ja, ich mache halt, ich stelle das ins Internet, ja. Guckt halt einer oder nicht. Hm.
Aber wenn ja, da so, gut, wenn ja, so die ja. Verzweiflung, meine Verzweiflung rüberkommt ans Publikum, dass sie dann halt denken, ach so, das, ich verstehe, was hier los ist. Weißt du, ich will die Leute motivieren. Ja, like. Ich hätte halt jetzt immer so gegen argumentiert, ja, die Motivation könnte vielleicht auch durch Qualität entstehen. Ja, aber das ist ja auch Teil des Prozesses, und dann, dass es halt auch gut sein sollen. Ja, ja, und dann dachte ich halt aber so, ja, aber so abwegig das auch klingt, so auf dieses, ich im weitesten Sinne so Selbstmitleid zu bauen, dann dachte ich an ganz viele YouTuber, denen ich halt folge. Wir hatten jetzt auch schon den Quinten-Reviews kurz erwähnt, die aber genau das zu einem ganz festen Element ihrer Internet-Persona machen. Ja. Dass die irgendwie Stellen in ihren Videos haben, wo die deutlich machen, wie dringend die darauf angewiesen sind. Also selbst so ein James Wolfe, wo ich mir denke, bestimmt eigentlich gar nicht. Aber so diese Sprecher, wie so ein Politiker irgendwo, das haben die richtig gut mittlerweile alle drin. Dass die dann zweimal, dreimal im Video dann ihre lustige Persona verlassen und freundlich, aber mit so einem gewissen Ernst appellieren, ja, hol dir mal diese Kopfhörer oder hol dir mal diese Brillengestelle, weil ich sonst diesen Kanal nicht machen kann oder ich kann zumindest nicht das 18 Stunden iCarly Review machen. Mm. Das ist mir aber sehr, sehr wichtig und ich arbeite da so lang dran und mein ganzes Leben hat sich um dieses Projekt iCarly rum entwickelt. Und ich so, ach, der arme Mann, das ist, ja, stimmt, das iCarly Video, das sollte wirklich nicht nur 17, sondern ganz 18 Stunden lang gehen. Ich muss dem Mann 1000 Mark geben. Ja. Und so diese Art, so dieses weinerliche, ja. Ich weiß ja, es ist doch Quatsch. Aber auf der anderen Seite, doch, das stimmt schon. Das iCarly-Ding sollte jetzt schon so werden, wie er sich das wünscht. Ja, das sollte man ihn nochmal unterstützen. Schade, dass das so funktioniert. Also das musst du ja nie machen. Du kannst, du ja, mir geht's ja auch nicht, mit ja, der Kacke auf deiner Arbeit. Mir geht's ja auch nicht ums Geld, das genau. Ist, sondern aber auch trotzdem um die Jugend. Das ist ja immer noch das Standardbeispiel Red Letter Media. Schaffen es bis heute. Dass die sich nicht so hinstellen müssen, sagen wir so iCarly-Video, ja. Wir brauchen mehr Geld. Aber ich hoffe jetzt, dass das kommt, das Red Letter Media iCarly-Video. Mhm. Freuen wir uns jetzt auch auf iCarly, wenn wir gleich in Beto gehen und dann träumen? Ich träume von iCarly und Garfield. Und das war eigentlich der große Quinten-Review-Podcast. Ja. Und Fred. Das war die Vorbereitung auf die große, wir erzählen über unsere Lieblings-YouTuber-Folge, ja. Die wir auch schon seit 15 Jahren machen wollen. Ja, stimmt. Also jetzt in der Runde wird das Sinn machen. Da wird sich dann wieder der Philipp ärgern. Ja. Weil er nicht über die Digitalen.com und auf YouTube erzählen kann. Ganz ehrlich, also es ist ja so, viele Podcasts, die ich so rezipiert habe, die gibt's teilweise nicht mehr, weil viele Podcaster auch mal irgendwann aufhören. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, den Nerdship Podcast machen wir wirklich für immer. Ja, einfach. So egal. Und da können wir dann ja auch Themen auch zweimal machen. Dann darf der Philipp halt auch nochmal über digitippen.com erzählen. In einer späteren Folge. Ich habe leider so ein Gefühl, was den Erfolg dieser Folge anbelangen könnte dann. Ich freue mich tatsächlich manchmal, wenn so, das ist jetzt nicht bei Podcasts unbedingt, aber weiß nicht, halt, keine Ahnung, irgendein YouTuber ein Thema hat dann da was zu gemacht und dann macht er nochmal über das genau das gleiche Thema nochmal ein Video. Mhm. Weil es dann doch noch was zu erzählen gab. Ja. Yeah. Ja, deswegen geht es ja. Deswegen können wir ja auch ruhig mal eine Folge machen über digitalen.com und der Philipp macht dann auch noch eine Folge über digitalen.com. Da gibt's wahrscheinlich eh viele Situationen. Disziplinette, solche Eimel dran. Da gibt's auch noch eine Blonde, die hat auch solche Eimel dran. Da gibt's aber auch noch eine Brünette. Rat mal. Noch größer? Jawohl. Ja, ich bin da auch dafür. Also wir sind jetzt vielleicht, ich weiß gar nicht, sind wir vielleicht schon kurz vor Folge 500 beim Nerdship-Podcast? Ja. Also ich bin der Meinung, wir haben mal irgendwann mal klammheimlich im jetzt mittlerweile ausgeklungenen Jahr 2021 die 400-Episoden-Marke geknackt. Haben wir noch nicht unsere 200. Folge aufgenommen.
Und ich glaube, jetzt ist der Punkt, wie mit der Ausdehnung des Universums, die irgendwann das Maximum erreicht hat, und dann zieht sich das Universum wieder zusammen. Das passiert jetzt bei uns. Also wir behaupten jetzt einfach, das ist jetzt der Moment gewesen. Ich denke. Und jetzt geht's wieder mit alten Themen von vorne los. Ich könnte mir vorstellen, dass bei uns demnächst mal wieder so eine Art, ja, nicht ein Kurswechsel ansteht, aber wir haben ja den Abschnocker erfunden. Was sich ja irgendwie fast schon als das neue Hauptformat rausgestellt hat. Also es ist jetzt dann ja auch häufiger mal keinen normalen Nerd-Podcast mehr, sondern dann doch eher wieder ein Abschnocker. Ob wir demnächst doch nochmal wieder was ändern, könnte ich mir vorstellen. Manchmal denke ich da so drüber nach. Dann denke ich, ich möchte, dass der Nerd im Klassenkurs besser gekündigt werden. Aber was wäre denn so ein Kurswechsel? Ja, ich weiß nicht. Also ich finde nur auch komisch, dass wir, und das war nicht meine Entscheidung, ohne dass ich das jetzt irgendwie bewerten will, aber ich fand das komisch, dass dann wie so eine Mehrheitsentscheidung der etwa 7 Kernmenschen, die da aktuell da mitwirken, war, ja, dann machen wir halt jede Woche Abschnacker und dann nur, wenn es mal ganz speziell gerade was gibt, machen wir auch mal noch so eine reguläre Folge, was ja schon wie ein Widerspruch in sich ist. Dann machen wir zwischendurch auch mal eine reguläre Folge, sagen wir auch extra. Ja. Und ganz oft nehmen wir ja einen Abschnacker auf, der dann schon so ein klares Kernthema hat. Und das ist dann per se genau das, was früher mal der normale Nerdship-Podcast war. Da hast du ganz viel Privatkram erstmal erzählt. Und dann hast du mal kurz noch was anderes gehabt, also was aber relativ lang war, deswegen habe ich gesagt, das ist das Thema der Folge. Für mich ist es eher so eine Art narrative Geschichte, dass ich halt sage, wir müssen jetzt mal wieder wie eine Staffel sozusagen. Der Abschnacker ist ja wie theoretisch ein guter Einstieg, dass du halt sagen kannst, wo soll ich anfangen? 400 Folgen, wo soll ich anfangen? Dann fange ich einfach an bei Abschnocker. Eins. Das scheint ja irgendwie eine Reihe zu sein, eine Reihenfolge zu haben. Dass wir einfach nur mal sagen, so es gibt keinen Abschnacker mehr. Ist aber auch trotzdem noch Abschnacker, wir nennen es nur anders. Aber das ist Soft Rebooten. Durchgehen. Wir sind halt die Turtles des Podcasts. Gibt ja bestimmt die Turtles Podcast. Ja klar. Haben wir nicht sogar schon mal einen gemacht? Wer weiß. Also es gibt bestimmt einfach nur einen kompletten nur Turtles Podcast. Das würde mich nicht wundern, wenn von den zwei Turtles Erfindern beide jeweils ihren eigenen Turtles Podcast machen. Das ist das Ding. Es gibt halt alles. Aber ich frage mich halt immer, ob wir nochmal versuchen, mit unserem Know-how, was mittlerweile schon fast nah dran ist, einen normalen Laienniveau, nochmal wie ein ganz eigenes Podcast-Konzept neu starten, was eigentlich nur eine Fortführung des Nerdship-Podcasts ist, was all unsere Hörenden wissen, das ist das fest und flauschig zum sanft und sorgfältig, aber man hat die Chance, eventuell auch nochmal durch so einen Neustart so zu tun, als könnten Leute direkt drauf einspringen. Ich glaube, das war ja schon mal die Idee auch bei dem Abschnacker, dass das so mitläuft. Oder bei dem Baby-Podcast-Spin-Off, was nie ausgestrahlt wurde. Die Abschnacker, das war wirklich so, dass ich gemerkt habe, ich möchte gern mehr so Privatgedöns erzählen und hatte das, ich hatte ja meinen YouTube-Kram, wo ich das ja hatte, wo ich das zu viel hatte, weil das halt täglich war ist mir dann doch immer nicht was eingefallen. Aber ich habe immer gemerkt, ich habe irgendwie so Erlebnisse, ich will das schildern, wie macht man das? Ach ja, Podcasts sind ja genau das, wo man halt so über Scheiß erzählt, den man in der Woche erlebt hat. Und das war, habe ich so gedacht, ja gut, mache ich jetzt denn allein ein YouTube-Video oder machen wir das heute im Podcast? Und das war ja dann, das war ja auch wegen Corona, dass wir gesagt haben, wir bieten den Leuten ein bisschen mehr oder halt, wenn es denen so schlecht geht. Und ja, irgendwie hat der Abschnacker dann halt den eigentlichen richtigen Podcast übernommen, dass wir dann halt vielleicht ernten. Ja, ich fände das nicht schlecht, wenn wir halt nochmal sagen, wir machen jetzt nochmal einen Step. Geben uns noch ein bisschen mehr Mühe. Oder nehmen das vielleicht ernster. Also von meiner Seite aus gern, weil was mir auch am meisten fehlt am Abschnacker, ist auch die Challenge. Weil du beim Abschnacker wirklich ja nur
frei redest. Kann natürlich sein, dass das den meisten Hörenden am besten auch gefällt, weil es dann auch so relativ klar ist, wo die Reise hingeht. Ich finde so einer der Abschnacker, der mir jetzt in letzter Zeit am meisten Spaß gemacht hat, war das, als wir diese Liste, was wir alles Verbotenes gemacht haben, durchgegangen sind. Ja. Weil das halt eigentlich wieder so eine klassische Nerdship-Podcast-Herangehensweise war, weil man sich vorher Gedanken gemacht hat, hat ein Thema festgelegt, Leute haben sich so halbwegs drauf vorbereitet und man hat dann nur dieses eine Kernthema. Und das ist ja die Idee von, in Anführungsstrichen, einer regulären Folge. Mhm. Aber das ist halt das, was ich mit Challenge meine, sich diese Ideen für diese Folge zurechtreiben, wenn es nicht einfach nur ist, wir reden über diesen einen Film, den wir jetzt gesehen haben, sondern wenn es halt so ein Metathema ist. Das, glaube ich, das ist das Geheimnis auch von einem richtig guten, erfolgreichen Podcast, bestenfalls in der perfekten Welt, dass der einen Kernansatz hat und dann zu diesem Kernansatz bestenfalls immer in sich geschlossen interessante Episoden hat. Das ist hier zum Beispiel der von uns sehr geschätzte Game One Plauschangriff gewesen. Oberthema, bestenfalls Videospiele, das ist mal Nerdkultur sein, bestenfalls aber Videospiele und dann halt inhaltlich immer ein Thema in sich geschlossen. Da wollten wir ja hin und das machen wir ja auch, aber ich glaube, das wäre für mich dann halt die große Frage, was wäre das dann für ein neues Reboot? Wäre das dann nochmal enger gefasst? Würde man zum Beispiel nicht sagen, alles Popkultur, sondern nochmal ein bisschen, wir grenzen es nochmal ein. Oder ist es überhaupt Popkultur oder ist es was anderes? Ja. Es ist ein bisschen alltäglicher. Es ist Aufwachsen in den 90er Jahren zum Beispiel. Oder in den 2000ern. Das ist super spezifisch. Der deutsche Pokémon-Podcast. Wo willst du es wissen? Ja. Ja, aber das ist das Ding. Das ist wirklich auch, glaube ich, jetzt die Hausaufgabe für dich. Du musst das jetzt... Ich bin für alles bereit. Wenn du sagst, wir machen, das ist ein großen Pokémon-Podcast und die machen wir zumindest Konkurrenz, dann, ich bin bereit. Ich bin der Meinung, ich kann über Lektorball mindestens 2 volle Stunden irgendwas erzählen, aber ich bin... Ich weiß nicht. Ich finde mit Pokémon-Händeln immer ganz gut, dass wir das uns immer aufsparen und dann machen wir irgendwann mal wieder eine Pokémon-Folge. Ja, du kannst ja auf alle Fälle bald irgendwie über Gärtnerei oder so. Ja. Es müsste wahrscheinlich aber wirklich dann, wenn es so nochmal enger gefasst wäre. Du hast ja dann, wie gesagt, immer die Möglichkeit, dann Leute abzugreifen, die einen sehr spezifischen Subkultur angehören, die aber so zahlreich sind, dass es sich lohnt. Und das wäre ja für uns dann wieder das alte Thema. Wir sind Mengeikei. Wir sind Comic-Zeichner. Wie lange kann man das durchziehen? Es gibt ja schon ein paar Podcasts in dem Bereich. Aber ganz ehrlich, aber nur wir sind ja wir. Real. Ja, das auch. Die anderen, die das machen, wie ja zum Beispiel. Es ist halt schon so, eigentlich würde es am meisten Sinn machen, dass wir uns rebranden auf, dass wir, dass man, wie man ein Soft-Reboot macht und dann sagt man, das ist eigentlich nur Marketing, das wird sowieso nur auch wieder ein Abschnacker oder ein Nerd. Ja, das ist ja klar, aber. Aber einer, wo wir uns längere Zeit an einem Kernthema festhalten. Richtig, genau. Und dieses Kernthema. Das ist der Abschnacker, ist das ja schon. Ich auch. Wir erzählen ja immer viel über das Zeichnen. Es geht ja ständig auch um die. Ja. Es geht natürlich auch 90% der Zeit um Marvel-Filme, aber das sind ja auch Comics, also das passt ja dann. Ja, aber ich glaube, das müsste dann raus. Also das müsste der Kontext anders sein. Also so ist es halt, ja, was habt ihr so gemacht? Ich war im Kino, bei was nur Marvel-Filme, dann reden wir über den Marvel-Film. Wenn wir aber dann dieses Zeichner-Ding machen, dann müssten wir wahrscheinlich irgendwie so, ja, geht's ums Thema Storytelling. Es wäre ein dieses Podcast, und jenes Ding. Das, was wir jetzt machen. Also es hat ja angefangen mit irgendwas mit Fleisch. Ja, ja. Aber jetzt reden wir ja viel über Marketing, über Vermarktung von dem Podcast, über uns, wie wir Comic zeichnen. Genau. Das ist ja auch nur dann wieder so. Es ist halt nur eine Frage, wo du sozusagen dein Ankerthema setzt. Genau. Das ist ja eigentlich Quatsch, weil letzten Endes, ob du dann als Neuhörender 100 Folgen von dem
die singenden Mangaka Hookie und Dave und ihre Freunde Podcast anhörst, und dann behaupte ich einfach, dass die dann nach 100 Folgen auch alles über uns ist, wenn wir auch über das Scheißen und Wichsen erzählt haben. Ja, und Spider-Man natürlich. Aber wenn du Nerdship-Podcast hörst, dann hast du erstmal alles Mögliche an Themen. Da geht's mir von herein ums Scheißen und Wichsen und Spider-Man. Aber du wirst auch alles über unsere Zeichnerei irgendwann mal gehört haben. Ja. Aber du hast halt einmal diesen, das ist irgendwie alles Podcast, was halt der Nerdship-Podcast ist, wo viele dann sagen, alles ist mir zu viel. Als Neuhörer ist mir das zu schwierig. Aber bei dem Manga-Ding kommst du rein, als jemand, ja, ich will auch Manga machen, ich interessiere mich für Themen. Ja. Und du baust dann halt diese parasoziale Beziehung nach dich. Aber ich glaube, das zweite ist sinnvoller. Wenn du nicht schon prominenter bist, wo Leute sich von herein für dich interessieren. Dann hast du halt genau. Baywatch Berlin, aber das sind halt nicht, und Leute wie wir müssen halt die Nische, genau, eigentlich unsere Kernkompetenz nach außen hin präsentieren, ja. Ja, das versuche ich ja jetzt dann mit meinem YouTube-Channel. Lass mal gucken, wie wir den Merchant Podcast da anpacken. Packen wir noch so hinten ran. Ja, das waren meine 5 Minuten für diese Woche und jetzt kommen noch 1,5 Stunden Nerdship-Podcast mit Joko und Klaas. Die können mal, ja, die können ja dann, wenn wir dann das neue Projekt machen, erstmal kommissarisch den Nerdship-Podcast weitermachen. Wir wollten es anders machen. Wir würden andere Podcasts in der Urlaubsvertretung mal übernehmen. Aber wir haben noch nie anderen Leuten unseren Podcast für Urlaubsvertretung angeboten. Kann ich mir schon vorstellen. Das ist halt auch so ein Ding. Du sagst du denen, was dann das Thema ist, der Folge? Das wird Joch im Fernsehen geguckt. Ja gut, also ich sehe, es kommt demnächst alles. Naja, na gut, liebe Zuhörende, das war ja mal ein spannender Ausblick irgendwie auf den Nerdship-Podcast, die Zukunft. Ich habe noch mal ein bisschen lachen. Ich habe Kleber vorbei. Ich muss halt gerade ein bisschen lachen. Wir sprechen darüber, dass der Podcast uns so wichtig ist und dass wir den ein bisschen professioneller marketingmäßig aufziehen wollen, wenn wir den aufnehmen mit dem Handy, das so auf der Fensterbank liegt. Ich bin auch ganz gespannt. Also André wird das haben. Das ist auch noch so ein Ding, ganz kurz zum Abschluss, weil wir es ja kurz angesprochen hatten, aber dieser Beatles-Kram, den die da auf Disney Plus haben, dieses Get Back, was Peter Jackson da halt Regie geführt hat. Das basiert ja auf alten Archivaufnahmen, die schon seit Jahrzehnten so als Raubkopien rumgingen. Und wo jemand die halt da gefilmt hat am Set dieser BBC-Fernsehmusiksendung. Und aber mit ganz schlechtem Ton, man hat nichts gehört, aber man hat irgendwie gemerkt, ja, die reden schon. Also irgendwie redet gerade mit John, mit George oder so. Man weiß nur ganz grob, um was es gehen könnte. Und das alte Archivareal, das haben die ja komplett neu abgetastet und haben damit komplizierter, ich glaube sogar teilweise extra dafür entstandene Rauschfilter-Software diese Gespräche wiederhergestellt. Mhm. Und ich glaube, genau da muss André hin. Lange Rede, kurzer Sinn. Die beiden großen, teuren Medienexperimente, um mal diese wichtigen Informationen der Nachwelt zu erhalten. Die Beatles? Nietzsche-Podcast. Nietzsche-Podcast redet über Menschenfleisch. Vielleicht werde ich ja bald erschossen und dann wird der Nietzsche-Podcast so im Nachhinein dann erst... Ja, so war es ja beim Beatles, glaube ich, auch. Genau. Da weiß man ja, dass erst nach dem Tod aller Beatles überhaupt erst. Wir wissen, wir haben da was. Aber irgendwie erkennt was niemand unseren Wert. Naja. Liebe Zuhörer, das war die erste Folge des neuen Jahres. Das fällt mir gut auf. Ah, 2022. Schon, dass wir dann morgen irgendwie Pen Paper spielen. Ja, macht's gut. Bis bald. Tschüss.